Olli, möchtest du das Intro gerne sprechen Ja, heute? super gerne. Herzlich willkommen zu Dem Gut, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und ich bin André. Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Es freut mich außerordentlich, André, dass du es zu uns geschafft hast, beziehungsweise digital zu uns geschafft hast. Ich würde dir aber gern noch mal ein, zwei Sätze geben, um dich einfach ganz kurz selbst vorzustellen, weil wir haben jetzt natürlich nur deinen Vornamen gesagt. Die Hörerinnen und Hörer wissen das wahrscheinlich aus der Beschreibung, wer zu Gast ist, aber vielleicht kennt dich auch nicht jeder. Nee, davon ist auszugehen. Ich kann das mal gerne mehr oder weniger ausführlich machen. Mein Name ist André Habrecht. Ja, habe mich dem Whisky verschrieben seit einiger Zeit und ja, bin ziemlich rumgekommen in der Branche, auch in der Freizeit. Also ganz ursprünglich kennt mich vielleicht der ein oder andere vom Kanal auf YouTube als Sample-Schnüffler. Ich bin in diversen Whisky-Foren als Quinn bekannt. Da auch ja sehr viel geschrieben, teilweise auch in Foren, die mir nicht gehört haben, als Moderator angesprochen worden. Kannst du dies und das Thema bitte verschieben? Und weil die Leute aufgrund meiner Aktivität halt davon ausgegangen sind, dass ich da Moderator bin oder irgendwas. So, das war es dann aber nicht so. Und irgendwann kam dann halt ja auch gleichzeitig mit dem Kanal auf YouTube dann auch das Forum fassstark.de, was ich gegründet habe und initiiert habe. Und da haben mir natürlich auch einige bei geholfen. Das habe ich dann irgendwann abgegeben. Ich bin beruflich irgendwann in die Whisky-Branche reingekommen. Da habe ich beim deutschen Importeur Kirsch Import gearbeitet, jahrelang. Und ja, da habe ich sehr viel von der Szene mitgekriegt. Ich habe sehr viele von den deutschen Händlern mitbekommen. Ich habe mehr Einblicke gekriegt, was die Lieferanten so machen, wie die sich verhalten, wo man einkauft, wie man einkauft. Kirsch hat zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Lieferanten, aber Signatory, Etradauer und Gordon MacPhail haben zum Beispiel schon immer dazu gehört. Das ist dann viel gewachsen. Da waren dann mittlerweile noch Barry Bros. & Rudd, man hat den Elegy mit Billy Walker, man hat neue Brennereien, Loch Lee, Necknin und, und. So, und meine Aufgabe da war es, also um es mal ganz, den schönsten Satz finde ich immer, eigentlich hatte ich keinen Job, keine Jobbezeichnung. Ich hatte auch keinen Titel. Und wir hatten immer ein schönes Organigramm gehabt vom Unternehmen und da war dann halt ja der Chef und die einzelne Abteilung und die Namen. So, und dann war da noch ein kleiner Ast ohne Bezeichnung und da war dann André Habrecht. So, der hat Narrenfreiheit, so mehr oder weniger. Bei mir in der Ja, Firma ich heißt habe das Stabsstelle, Stabsstelle, wenn wir so meinetwegen, an der ja. Seite irgendwie rumfliegen. Genau. Also ich habe nirgendwo so richtig reingepasst. Und ja, der Chef hatte halt absolutes Vertrauen zu mir und hat dann gesagt, ja, du machst schon, mach, was du meinst. Wenn das irgendwann zu viel oder zu wenig ist, dann sag dir Bescheid. Ansonsten gefällt mir alles. Ne? Und dann unterhalten wir uns mal, was die neuen Projekte sind und was ich so auf dem Zettel habe. Und so hat sich das auch die ganzen Jahre gehalten. Und ja, in deren Namen bin ich viel in Schottland gewesen, habe auch viel Kontakt mit den Lieferanten gehabt, bin in vielen Brennereien gewesen, habe Fassproben geholt. Das war dann auch eigentlich in Deutschland ein Großteil meiner Aufgabe, diese Fassproben an Kunden zu bringen, die probieren zu lassen, Preise zu machen und dann hinterher die Fässer zu bestellen. Da ist dann natürlich auch Absprache mit Labelgeschichten und. So, aber nichtsdestotrotz war halt auch viel dabei mit Marketing, mit Einkauf natürlich, mit den Fässern, mit dem Verkauf auch, Customer Service, mit ans Telefon gehen. Ich hatte dann natürlich hinterher auch meine Nerd-Kunden. Bei einem mittlerweile so großen Unternehmen wie Kirsch kann man natürlich nicht davon erwarten, dass jede einzelne Verkaufsperson komplett Whisky-Expert ist. So, und ja, viele haben dann gesagt, ja, kannst du mir mal deine Durchwahl geben, dann rufe ich immer direkt dich an. So, und dann hat man halt sich unterhalten, ja, komm, jetzt sag mal, was habt ihr denn für Schätze? So, und da sind tatsächlich auch richtige Freundschaften
entstanden. So, und die Händler auch besucht. Ich glaube, ich war der erste Außendienstler von Kirschimport. Da habe ich mir natürlich auch die für mich spannendsten, größten Händler mal rausgesucht, einfach um die mal kennenzulernen. Da hat sich dann auch viel entwickelt. Ja, und ansonsten ging es dann von A nach C nach X. Viele Brennereien besucht. Irgendwann war es dann so, dass ich eine Riesenliste hatte mit neuen Brennereien, die sich gründen. Und das ist natürlich für einen Importeur immer sehr interessant, so eine Brennerei dann für sich zu gewinnen. So, und das habe ich teilweise, ich habe das mit meinem Urlaub verbunden. Ja, wo mache ich Urlaub? Natürlich in Schottland. So, und wenn ich dann bei Nicknien in der Gegend bin, dann fahre ich da hin. So, aber wenn es mich sowieso interessiert und ich da sowieso hin will, dann kommt mir diese Kirschkarte, die ich ziehen kann, kommt mir da ja noch entgegen, dass ich sagen kann, hier komm, wir machen daraus ein Business-Treffen. So, und dann war das teilweise ein Mix-Max, was da so passiert. Aber dadurch halt auch sehr viele Leute kennengelernt. Ja, wenn ich Fassproben in Schottland hole, natürlich dann. Bin auch dann mit dem Michael Reik, der ist dann später dazu gekommen, der Whisky-Druide, wer den nicht kennt, der macht die Marken Best Dram, Scotch Universe und The Old Friends. Und mit ihm dann auch oft in Schottland gewesen, als er dann neu bei Kirsch war. Dann hat Chef auch gesagt, hier komm, ihr habt euch gefunden, ihr passt zusammen, fahrt ihr mal nach Schottland. André, zeigt ihm mal unsere ganzen Lieferanten und dann natürlich auch von Brennerei zu Brennerei. Und dann natürlich auch bei seinen Kontakten mal rangefahren, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir da natürlich auch noch Business. Und so kam eins zum anderen. So, dann sind wir da teilweise auch über mehrere Wochen in Schottland gewesen. Was machen wir dann am Wochenende? Ja, ne, nehmen wir uns ein Zimmer auf Eila. Wird da zusammen Zeit verbracht. Und wir haben keine Sekunde Musik oder Radio gehört. Es war keine Sekunde Stillschweigen. Wir haben die ganze Zeit nur geplappert, geplappert, geplappert. Whisky, Whisky, Whisky. Irgendwelche Stories, die wir irgendwo aufgegriffen haben. Irgendwas Lustiges, was mal hier und da passiert ist. Und da, wir haben, also ich glaube, wir haben innerhalb von 2 Wochen 5 Abfahrten verpasst, weil wir uns so festgesammelt haben und einfach nicht mehr darauf geachtet haben, wo wir hinfahren und all sowas. Ja. Viele Messen gemacht im Namen von Kirsch. Eigentlich, ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, so ziemlich auf jeder Messe gewesen in Deutschland. Das ist es dann nicht gewesen, so viele Messen, wie es jetzt mittlerweile gibt. Es ist, glaube ich, ja, es ist möglich, aber ja, nee, ganz so viel. Alle sind es dann auf jeden Fall nicht gewesen, aber halt auch da die Erfahrung gehabt. Und ja, wie es der Zufall so wollte, während meiner Zeit bei Kirsch hatte ich schon zu meinem Chef gesagt: Du kennst mich ja auch ein bisschen und wie ich tick und so. Und Whisky ist halt so mein Leben. Und es war ja halt auch jahrelang Arbeit, Whisky. Anschließend Foren, fassstark.de drum kümmern, Whisky. Abends noch ein Dram genießen, Whisky. Und nachts vom schönen Whisky träumen. So ungefähr lief das ab und jahrelang. Deswegen habe ich fassstark.de auch irgendwann abgegeben, weil es mir halt dann auch zu viel wurde, ganz ehrlich gesagt. Aber ganz kurz eingeworfen, ne? Ja. Überzeugungstäter ist ein bisschen untertrieben. Ja, Ne? es ist, Tief ja. gestapelt Überzeugungstäter, glaube ich. Ich hab's komplett übertrieben, auf jeden Fall. Aber ich mache es tatsächlich gerne. Und ja, man hat so viele Hobbys und die Hobbys oder Leidenschaften, die kommen und gehen. So, aber Whisky hat mich nie losgelassen. Es hat mich nie losgelassen. Es hat mich an einer Stelle so gefesselt, dass ich nie wieder davon weggekommen bin. Und das ist viel Nostalgie, viel dieser alten Brennereien, viel diese Geschichte. Und ich wurde jetzt auch mal von meinen Whisky-Freunden oder auch mal WhatsApp gefragt, ja, wenn du jetzt die ganze Zeit in Schottland lebst, da kommen wir gleich erst noch zu dem Thema, holt dich das überhaupt noch ab? Siehst du das überhaupt noch? Und dann sage ich natürlich, an jedem Kiln, wo ich vorbeifahre, wenn ich durch die Space halt fahre und da sieht man in der Ferne irgendwie, wo dann ein Kiln am Himmel ist und da ist wieder eine Brennerei oder wenn ich irgendwo aussteige und den Geruch in der Nase habe, es holt mich jedes einzelne Mal komplett ab. So und ja, ich habe da halt meinem Chef damals schon gesagt, also wenn es irgendeine Chance gibt, irgendein Grund, nach Schottland zu gehen, auch im Namen von Kirsch, ich bin ja sowieso sehr oft da, ich würde da auch gern komplett hingehen. So, und da hat man dann mal geguckt und ja, schauen wir mal, weiß ich. Und da hat Chef, also sag ich mal so, meinem Chef habe ich damit gleichzeitig eigentlich gesagt, ich will nach Schottland. Wenn ich da irgendwas finde, bin ich hier weg. Also, aber es ist halt so ein Riesenvertrauen gewesen, dass er schon weiß, wie ich es meine. Und deswegen konnte ich es ihm halt auch sagen. Und deswegen wollte ich es ihm halt auch sagen.
weil da waren Dinge am Horizont, die so gekommen sind, dass da vielleicht in Zukunft was passiert und so. Ich war hier jetzt oder in Deutschland war ich dann halt nicht so gebunden. So, und da habe ich gesagt, ja, ich würde es machen. So, und irgendwann kam dann die Chance bei Signaturi Vintage, dem unabhängigen Abfüller und der Ettradauer Brennerei, einen Job zu bekommen. Und da habe ich nicht lange überlegt, da habe ich eigentlich gar nicht überlegt. Da habe ich ge mir gedacht, ein, zwei Sekunden, okay, was ist mit Sozialsystem, was ist mit Sprache, was ist mit Freunde, Familie, Sozialsystem, Rente und, und. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, es ist mir völlig egal, wenn ich das jetzt nicht mache, ich werde es mir mein Leben lang selbst nicht verzeihen können, dass ich das nicht gemacht habe. Weil hätte, hätte, Fahrradkette. So, und unterbrecht mich ruhig, wenn ich zu viel am Schwafeln bin. Nee, Nein, nein, wir hören das klingt. gespannt und Ich wollte gerade sagen, wir sind du bist beide noch bei deinem total, Intro, alles gut. total Genau, gefangen, weil das klingt ja gerade einfach so wie der feuchte Traum eines jeden Whisky-Nerds. Ja, und es ist, ich sage da nicht, ja, ich habe mir das alles hart erarbeitet und ich bin so ein erfolgreicher Typ. Das ist einfach nur Leidenschaft. Und da hat man halt den Vorteil, wenn man eine Leidenschaft für irgendwas hat, die. Man hört Dinge und man nimmt sie schnell auf, weil es einen einfach interessiert. Man muss es nicht lernen in dem Sinne. Man muss es nicht wiederholen und verfestigen. Du, wenn es dich interessiert, du hörst es und dann, ah ja, drin. So, und Aber natürlich, ich muss, ja. ich muss jetzt einmal doch reinsteppen und vielleicht Ja. brechen wir dein Intro jetzt schon so ein bisschen auf und gehen so, schon so ein klein wenig rein. Was ja offensichtlich dich auszeichnet, ist nicht nur einfach sich zu informieren, irgendwie am Ball zu sein, whiskyexperts.net zu lesen, sondern zu sagen, ich mache mal jetzt ein Fassstarkforum, weil das braucht es gerade. War Ich, ziemlich also du, nötig. weißt du, also wir, ich rede so von mir, ne? Ich passiver Konsumer, mir reicht das, guten Whisky zu trinken, das zu genießen, den tollen Content von den vielen Menschen, dir eingeschlossen, mir anzugucken, auf eine Messe zu gehen und irgendwas und zu Hause irgendwie, keine Ahnung, Endflaschen Whisky zu bunkern. Und mich damit irgendwie zu beschäftigen. Und das freut mich und so, ne? Aber es ist für mich so immer noch ein kleiner Teil vom Leben, ne? Ich hab Ja. Frau, ich habe Kinder, ich hab andere Hobbys, ne? Ja. Und so. Und bei dir ist es ja sozusagen in dem Fall, also ich will jetzt nicht sagen, dass du ein Whisky-Eiertoller bist, ne? Also das wäre jetzt ein bisschen krass vom Begriff her, ne? Aber sozusagen, wo du sagst, Es 100% Fokus da drauf, nichts anderes. Ne? Und ja, das ist du mich. sagst, und ich meine, ein Forum aufzumachen, da hast du dir wahrscheinlich im Vorfeld gedacht, boah, das wird bestimmt Arbeit. Ja, Und also sage ich mal so, ich hatte. zur Kirche zu gehen, so einfach so, peng mal, das macht man ja auch nicht aus der Laune heraus, das ist eine berufliche Entscheidung, da hängt Kohle dran, ne? Du musst deine Bude bezahlen, sonst was, ich mach das jetzt einfach. Ne? Da So. hängt das Leben dran Und einfach, ne? Das bestimmt, da hängt. dann hast du gerade gesagt, du redest mit deinem Chef. Und der fragt dich vielleicht, wo willst du in 5 Jahren sein? Und du sagst Schottland. Wo wahrscheinlich das Risiko relativ hoch ist, dass der Chef sagt, ey, da spinnst du hier, deine Zukunft, weißt du? Nee, aber du mal, Er hätte weißt du, gewusst, dass ich lüge, ich, wenn ich was anderes sagen würde. Er nee, hätte gewusst, aber dass ich hier deswegen, also lüge. ich wollte nur sagen, ich finde das gerade ganz spannend, wenn man genau darauf guckt, wie du das, also immer, wie sagt man das so beim Poker? Ich kann so schlecht pokern, ne? Wenn man immer all in geht, Ja, ne? Ist sag ich mal so, das ist ich ja dieser würde es. Pokerbegriff, ne? Also man setzt alles auf eine Karte, ne? Ja, Das also Ding. ich würde es forcieren nennen. So, also auch Okay. das mit dem Fassstark-Forum. Ich sage immer, wer sich nicht bewegt, wird bewegt. Wer nicht handelt, wird behandelt. So, und viele Leute gibt es auch, die lassen sich durchs Leben treiben, ist ja auch schön und gut. Aber sage ich mal so, wenn ich meinen Nordstern habe und weiß, wo es lang geht, dann ist jede Antwort, ich weiß ja, wo es hingehen soll. Und da muss ich dann nicht überlegen. Und deswegen hat das eine das andere ergeben. Natürlich war durchgehend sehr viel Glück dabei, dass Kirsch zu der Zeit expandiert ist, war ein Riesenglück, dass der Junior da gerade Ja. übernimmt und ein junges, extrem modernes Unternehmen aufmacht und die Energie da, die könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben irgendwann hat ja auch der Paddy von den Malt Mariners da angefangen. Dann haben wir da auch unsere Runde da gehabt. Er war dann ja auch
Was war er dann? Leiter, Verkauf, so, und dann hatten wir von den Abteilungsleitern plus mein Ast, der unbenannt ist, haben wir dann ab und zu mal eine Runde gemacht, so ein Meeting, und dann haben wir ihn auch irgendwann mal gefragt, wie sieht es denn aus, wie nimmst du die Firma wahr? Und er hat auch gesagt, ja, wow, so eine Energie, und es ist wirklich keine Schlafmütze dabei, alle sind let's go, so, ne? Und das verbunden mit dem Hobby, da passt. Ja, wenn das Thema der Arbeit passt und dann auch noch das Klima, was will man mehr? So, und auch das war ein Riesenglück. Und auch, dass ich jetzt in Ja. Schottland bin, auch das hat sich ergeben. Es war einfach alles Glück. So, und es ist Vorbereitung trifft auf Möglichkeit oder auf Zufall, könnte man fast sagen. So. Aber André, du weißt ja, was Obi-Wan gesagt hat, ne? An sowas wie Glück glaube ich nicht, sondern ich glaube in Episode 4. Aber das gehört halt dazu, ne? Also du Ja. kannst, also wenn du, ich bin in meinem Job auch nicht erfolgreich, weil ich Glück habe, weißt du? Also meinem richtigen Ich Job. weiß, wie du das Außer meinst. Ja, meine ich ja. den Podcast, ne? Der funktioniert gut, weil ich mich da natürlich da reinhänge, da was tue und sowas, ne? Und dann kommt natürlich dann noch mal Glück dazu. Du musst auch Glück haben. Ich glaube, wenn du Erfolg haben willst, ein geiles Leben haben willst, du musst das Glück haben, die richtige Frau zu treffen, du musst das Glück haben, den richtigen Job zu finden, du musst Glück haben, einen guten Vorgesetzten zu haben. Aber das ändert ja nichts an deiner Maschinerie, die ganze Zeit gräbt Ja. und läuft und arbeitet, ne? Also Ja, die ist ja unabhängig bei davon dem. da. Und wenn sich das Ja. befruchtet und nach vorne geht, ist das ja besonders gut. Gerade wo du Nee, komm, sagst, dann. Schönen die Tag. Energie. Nicht, dass du jetzt hier so tief stapelst. Nein, nein, alles gut. Immer Glück Alles gehabt im gut. Leben und ich bin dann irgendwie Nein, wie nein. Also, Pinocchio aufgewacht. wie gesagt, ich habe es schon forciert und ich habe da halt öfters irgendwelche Dinge vor Augen oder wie ich Dinge haben möchte. Und wo du das Fassstark.de Forum, die Energie dafür, es war einfach, mir ging es bei Whisky.de nicht schlecht. Da war ich auch jahrelang im Forum und viele werfen mir auch vor oder haben den Eindruck, dass es da irgendwelche Streitereien gab oder dass ich dem Inhaber oder dem Forum irgendwas Böses will. Das war überhaupt nicht der Fall. Es war halt nur der Fall, dass irgendwann wurde umgestellt, da waren erstmal keine Händlerlinks mehr erlaubt oder Links zu anderen Ja. Händlern. So, Das und das heißt, ist du durftest nicht natürlich. mehr sagen, hier, da gibt es eine geile Flasche für einen guten Preis, Genau, sondern genau. Leute hier drauf da. Genau, also es durfte keiner. Und sage ich mal so, das kann man ja auch verstehen, wenn der Shop da angeschlossen ist und es deren Spielwiese ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine elementare Sache, die sich ja Whisky-Enthusiasten halt, ja, worüber man sich gerne unterhält und was man auch gerne teilt. So, da konnte ich dann aber auch noch drüber hinwegsehen, so, weil ich kann ja auch googeln und wenn es dann eine schöne Abfüllung gibt, dann so und so. Per PN ist das natürlich dann auch weitergegangen. Irgendwann kam dann aber noch die nächste Geschichte. Da hieß es dann, es sollen nicht mal mehr Whisky-Base-Links gepostet werden. So, und wenn da dann einer sagt, ja, ich habe jetzt einen Linkwood 12 Jahre Signatori probiert, ja, welchen von den 100? Ja. Ne? So. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, ich fange jetzt nicht an zu meckern. Nicht meckern, machen. So, und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Wie funktioniert das? Das ist jetzt auch keine Meisterleistung, das Forum. Das ist auch so ein, ja, ähnlich wie ein Baukasten. Und da habe ich dann gedacht, Ja. da klotzt du jetzt rein und da baust du dir einen Banner, da baust du den Hintergrund, da passt du die Farben an, du machst diese ganzen Topics und gliederst das halt, so wie es halt gegliedert ist. Und da war es auch. Ich hatte regen Kontakt, weil ich halt auch so aktiv war mit dem Benedikt Lüning per PN. Und da hat er auch gesagt, du bist hier so aktiv und so. Zu der Zeit kannte den auch keiner. So, also der war noch nicht in den Videos aktiv. So, deswegen war der Ja. auch für mich neu und hat auch gesagt, du, wir erzähl das bitte nicht weiter, wir wollen das Forum umstrukturieren. Habe ich auch gesagt, ja, nee, finde ich gut, können wir machen. Was interessiert dich? Und er hat gesagt, ja, wie würdest du es machen? So, und dann habe ich nicht einfach gemacht, was ich will. Dann habe ich zu dieser Zeit, boah, wie hatte ich es genannt? Irgendwie hatte ich da so einen Namen für ein Thema, was dann für einen Monat oder so gilt, irgendwie. Oder Themenwoche oder irgendwie so, oder Ja. Themenmonat oder irgendwie so, hatte ich es genannt. Und da war es dann mal dieser Whisky, mal das. Und dann in dem Monat war es dann halt, wie würde für euch das perfekte Whisky-Forum aussehen? Und da haben halt alle Leute abgestimmt und haben alle gesagt, ja, das wäre cool und so, das würde ich zusammen machen und das würde ich teilen und diese Bereiche brauche ich und diese Funktionen brauche ich. So, und das wurde dann halt alles, also Whisky.de hatte dann auch das alles auf dem Serviertablett
Aber es wurde halt komplett anders gemacht. So, und das war jetzt kein böser Wille oder irgendwas den Usern gegenüber. Sie hatten von vornherein halt ein anderes Bild. Sie wollten moderner sein. Und auch das war zu der Zeit, wo sie es umgestellt haben, ohne Frage das modernste Forum, was ich gesehen habe oder was ich kannte. Es hatte halt mehr oder weniger diesen Facebook-Charakter. Der neueste Kommentar steht oben und so baut sich das auf. Man kann natürlich auch in die einzelnen Bereiche da reingehen an der Seite. So, aber es war halt dieses Neumodische. Und da habe ich gesagt, okay, erst die Händler links, dann Whisky Base. Und auch das kann ich alles nachvollziehen. Händler links haben wir eben schon drüber gesprochen. Whisky Base, sie haben ihre eigene Database dann aufgebaut. Die gab es dann ja vorher nicht. Da kann man auch verstehen, dass man da die Leute dazu bringen will, okay, benutzt doch unsere. Und die konnten ja auch schon massenweise von ihren eigenen Bewertungen, die die Leute im Shop abgegeben haben, die haben die da ja implementiert. Also da ist ja nicht alles von null losgegangen. Also ich habe absolutes Verständnis, dass die das da halt hinlenken wollten. Das wurde dann hinterher noch auch umgangen mit diesen Witz, ja, mit diesen WIDs, diesen Witz, wo man sich dann so ein Plugin installieren musste und da, ja, ich habe ja keinen Whisky-Base-Link gepostet. So, das ist natürlich alles Käse. Ich weiß auch gar nicht, ob die da irgendwann gesagt hat, jetzt hört mal auf damit oder so, aber ich glaube, das ist für immer weitergegangen. So, aber ich habe mir halt gedacht, ich kann jetzt die ganze Zeit meckern und meckern oder ich kann einfach machen. Und dann habe ich mein altmodisches Design. Dann habe ich die Struktur so, wie alle zusammen abgestimmt haben, was auch meiner Meinung nach das Optimalste wäre. Und dann habe ich gesagt, ja, du probierst das jetzt einfach. Und ich will mein, ja, kuscheliges Wohnzimmer mit den Whisky-Leuten so haben, wie ich mir das dann halt vorstelle. Das möchte ich weiterhin haben. Und dann habe ich es probiert und dann hat das funktioniert. Ja, und das ist die Story zu faststark.de. Ohne böses Blut, ohne irgendwas. Ohne irgendwas. Und das hat ja aber auch gezeigt, also die Besucherzahlen und die Mitgliederzahlen sind ja relativ schnell relativ weit hochgegangen. Ja, Und das fast war stark. sofort sehr, ja, sehr beliebt, auf jeden Fall. Also man muss aber auch sagen, wir haben uns da der Gloin und der Hobbit zu der Zeit und der St. Tom, Gott hab ihn selig, wir haben alle sehr viel gearbeitet, weil wir wollten nicht sagen, hier ist jetzt das neue Forum und es gibt keine Inhalte. Wir haben tatsächlich die ganzen Brennereithemen erstellt, die ganzen Sections, die ganzen Untersektionen und dann bei jeder Brennerei auch noch die ganze Core Range erstellt mit, ja, Infos von Wikipedia und wie viel Prozent ist der gefärbt und Link zur Base, Link hierhin und dahin mit Abstimmfunktionen. Man kann da dann seine Bewertung abgeben und. So, es war ja alles im Off-Topic-Bereich, die ganzen Themen, das war natürlich auch alles kopiert, was wir vorher im Whisky.de-Forum hatten, damit das da sofort nahtlos weitergeht. So, die ganzen gewohnten Themen, was hast du gerade im Glas und welche Musik hörst du gerade? Und das sind ja, identische Themen immer. Das wurde natürlich alles kopiert, aber bevor es da losging, alle Themen wurden gestartet, fertig gemacht, Intro, was soll hier passieren, Regeln und. Flaschenteilung, Fassteilung, ihre Bereich für Irish, Bereich für andere Spirituosen. Es war ein fertiges Forum und das war sehr, sehr viel Arbeit tatsächlich. Und ja, so sollte es sein. Und ich finde, es ist, also für meine Ansprüche, es ist ein perfektes Forum auf jeden Fall. Also von der Funktionalität, vom Aussehen her, es geht besser, es geht deutlich besser. So, und wenn man jetzt vom technischen Aspekt her guckt, dann ist zum Beispiel auch das Whisky.de-Forum viel, viel besser. Gut, aber ich will mich nicht so weit auf das Forum jetzt hinaus Aber ja, driften. Aber wenn ihr Fragen habt, ja, gerne. Also wir können auch dabei bleiben. Mir soll es egal sein. ich würde gerne mal noch ein paar Schritte viel weiter zurückgehen, weil bei Okay. mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich in einem Whisky-Forum angemeldet habe. Da habe ich schon irgendwie ein paar Jahre Whisky genossen und mich würde einfach mal interessieren, wie bist du eigentlich überhaupt selbst zum Whisky gekommen? Wann hat das angefangen? Wie hat das angefangen? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis? Da gab es ein Schlüsselerlebnis. Ja, da, Ja. die Story kenne ich auch noch. Und das war auf dem Geburtstag eines Freundes im Sommer, 7.7., welches Jahr weiß ich nicht mehr. Ach, krass. Er Ja, er hat da Geburtstag, deswegen weiß ich war das so auch, wie ich mir sagen. acht. Ja, nee, war so acht oder neun. Nee, so, aber der da Geburtstag, haben wir halt draußen gesessen, ein bisschen gegrillt, bisschen was getrunken. Und da hat irgendjemand den Canadian Club White Label billig rangeholt. Alter! Oh, Oh, jetzt hast du einen Fan mehr noch. Alter! Das ist Ja, mein Inaugurations-Whisky. Das ist mein den kann. allererster Whisky.
Den hat dann irgendjemand geholt und zu der Zeit war es mir völlig fremd, an einer Spirituose zu riechen oder sie in dem Sinne zu genießen oder zu verkosten. Da wurde alles mit Cola und dann runter damit, Ja. Wirkungstrinken. So, aber die Cola war nicht da. Und dann habe ich gedacht, so ja, irgendwie nimmst mal das Glas, riechst dran und ich sehe, so, das ist ja Wahnsinn. Also der hat mich schon so abgeholt, dieses Nussige, diese Vanille, diese typischen. Ja, Bourbon-Aromen will ich eigentlich gar nicht sagen. So, aber sag ich mal so, Fassreifung, Ja. diese Aromen haben mich halt so heftig da abgeholt. Ja, und der Rest ist Geschichte. Natürlich dann mal online gegangen, Whisky sich mal mit beschäftigt, Horst Lüning-Videos gesuchtet, ohne Ende. Und irgendwann dann die ersten Flaschen bestellt oder was heißt erstmal im Supermarkt. Ich glaube, das erste war dann der Glenfiddich 12, dann war es Glenfiddich 15, dann war es, Geil. glaube ich, erst Laphroaig, weil da wurde ja schließlich gesagt, das ist nichts für Einsteiger und der ist so schräg, ne? Verbotene Früchte schmecken am besten, das muss man natürlich dann probieren. Konnte ich es natürlich nicht sein lassen und da weiß ich auch noch, ich habe die Flasche aufgemacht und habe gedacht so, okay. Horst hat gesagt, das ist schräg und das kann abschreckend wirken, so und das ist rauchig und so, aber das, was ich hier in der Nase habe, das kann so einfach nicht gewollt sein von der Brennerei. Das ist völlig ausgeschlossen. Die Flasche ist irgendwie da, irgendwas ist damit. So, und die habe ich dann auch weggestellt. Aber es hat mich immer wieder angefixt, irgendwann mal wieder ein bisschen zu naschen, mal wieder ein bisschen riechen. So, und von wirklich von Abscheu hat mich das innerhalb dieser einen Flasche zu reiner Faszination gebracht für rauchigen Whisky. Und ja, dann war die nächste Flasche der Lagavulin 16, wo ich im Laden bestimmt ja eine halbe Stunde vorgestanden habe und gesagt, du kannst diese Cola einfach nicht Der war für schon einen immer Schnaps teuer, ne? ausgeben. Der war, also für damalige Verhältnisse war der auch teuer, ne? Also der war nie 50 billig Euro waren das eigentlich. immer. War halt im Laden nach dem Tasting. Ja. So, also es war jetzt nicht online oder irgendwo, was weiß ich, Okay. wo man heute die Abfüllung sehr günstig teilweise herbekommt. So, und das war halt eine Riesenmenge an Geld für einen Schnaps für mich. So, Ja. und das, ja, irgendwann haben Freunde auch schon gesagt, Alter, jetzt nimm ihn mit oder nicht, Alter, wir wollen los. Und ich so, ach, komm, mach's da einfach mal. Wir haben dann alle natürlich noch irgendwas mitgenommen, dann ging das Tasting zu Hause noch weiter. Und es war, ja, die Flasche zu öffnen, das war ein heiliger Moment, diesen teuren Whisky und dann dieses rauchige 16 Jahre. Natürlich konnte ich das damals nicht so einordnen, wie ich es jetzt heute einordne, aber es war einfach diese Flasche, das war wie, als hätte man einen Goldbarren in der Hand, Ja. der, was weiß ich, dem Papst gehört oder so. Und ja, dann der Rest ist Geschichte. Dann, ja, Samples ohne Ende, die ich dann halt auch auf dem Kanal probiert habe. Hast du noch Ja, eine ich. Idee, wann diese Zeit in deinem Leben war? Also war das so mit, ich sag mal, wo man Alkohol trinken darf, oder war das so irgendwie zur Studie, also später, irgendwie mit Anfang 20, oder Also wann? ich habe schon lange Zeit vorher, auch zu Zeiten, wo ich offiziell keinen Alkohol trinken durfte, wenn sich viele mal dann im Jugendalter, was weiß ich, ihren süßen oder sauren oder Obstler oder sowas geholt haben. Ich habe tatsächlich schon damals ab und an mal einen Ballantines gehabt. So, aber wie gesagt, das hat mit Whisky nichts zu tun. Und das zähle ich da auch überhaupt nicht rein. Aber vielleicht, ja. War das dann auch irgendwie so, dass mich das dann da schon so ein bisschen hingeleitet hat? Dieses ganz süße Zeug da mit Feigling und saurer Apfel und was es alles gab. Das war nie so mein Fall. So und klare Dinge auch nicht. Irgendwie so ein Korn und Wodka, das ging dann auch nur so. Und deswegen, also ich fand Whisky schon immer, es ist am einfachsten zu trinken. Ob nun mit oder ohne Cola, das spielt eigentlich keine Rolle. So, aber wann das wirklich, also dieser Canadian Club, ich würde es ungefähr 2010 terminieren. Also es ist gar nicht so elendig lange her. Ja. Kann sein, ungefähr so Naja. um den Also Dreh. ist schon lange her. Finde Ja, ich. Schon eine ja, Weile her. ja, ja. Du als 20-Jähriger, weißt Ja. Ich erinnere mich noch, Sehr bei mir schön. war das auch, also wo du gerade Valentine sagst und wir von Blend-Erfahrung sprechen, ich war 2000, war das 2005, 2006 in den USA und habe mir auf dem Rückflug von meinen letzten Dollars eine Flasche Johnnie Walker Black Label gekauft. Und
weil ich wusste nicht, wohin mit dem Geld, und es sah irgendwie cool aus. Und habe ich irgendwie angesprochen, eine Flasche habe ich irgendwo gesehen. Und ich war zum Beispiel auch damals noch der Überzeugung, als ich das dann probiert habe, war ich ähnlich geflasht. Und ich war aber der Überzeugung, dass da müssen Trauben drin sein. Das muss aus irgendwas mit Trauben gemacht sein. Da kam so eine Traubensüße raus, so eine Fruchtigkeit. Ich war total überzeugt, dass dieser Whisky aus Trauben gemacht wurde, ne? Das hat dann natürlich noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann irgendwie mich wirklich damit beschäftigt habe, weil ich glaube, so mit, das war mit 18, 19, hatten wir überhaupt keinen, hatte ich zumindest damals keine Intention, mich weiter mit dem Getränk zu beschäftigen. Das hat gut geschmeckt, den haben wir irgendwie zu einem guten Anlass immer mal rausgeholt, und dann war es das. Und bis ich dann irgendwann auch angefangen habe. Und dann war es aber ähnlich wie bei dir, Lagavulin 16 auch. Ja, nicht schlecht. Ja, es ist immer wieder spannend, von jedem zu hören, finde ich, wie das angefangen hat. So, oft sind die Storys gleich, aber manchmal ist es auch wirklich krass so. Also, Ja, ja. auf jeden Fall. Und du hast vorhin gesagt, dass deine Videos ungefähr gleich mit der Zeit waren, wo du oder wo ihr das faststark.de Forum gegründet habt. Also das ist quasi Also dein. ich hatte vorher mit YouTube deutlich vorher angefangen. Okay. So, aber Wie kamst du der das Entscheidung? Was jetzt mit den Videos? Ja, einfach, wie gesagt, hast du ihn gesehen und da habe ich mir gedacht, Kann ich besser? nee, das nicht, das auf gar keinen Fall. So, aber das hat halt die Idee näher Sorry, gebracht, Spaß. dass man das halt auch in Videoform machen könnte. So, ich habe ja viel gesehen, Notes aufschreiben, so und Whisky Base und so, aber ich habe dann halt gesehen, ja, wieso nicht als Video? Natürlich war ich blutiger Anfänger am Anfang, ganz klar. Ganz klar, und die ersten Videos waren räudig. Es ist gar kein Geheimnis. Und von daher bin ich auch gar nicht so froh, dass die mittlerweile offline sind. Nee, aber ich habe gedacht, ich mache das halt einfach in der Form. Und damals habe ich das auch gar nicht gepostet. Also ich habe es irgendwann einmal, glaube ich, bei whisky.de habe ich das, glaube ich, angefangen. Da habe ich dann irgendwann mal, war ich halt auch irgendwie stolz auf den Kanal und habe das dann einmal gepostet und gesagt, so ja, ich habe jetzt auch einen Kanal, so, aber es war immer sehr klein. Also das hat nichts mit Klickzahlen von heute zu tun, bei weitem nicht. Ihr wart ja dabei, ihr habt es ja gesehen. Und nee, und ich habe das halt nie bei Facebook gepostet oder sonst wo keine Werbung gemacht, weil mir ist es auch schon auf den Keks gegangen, wenn bei Facebook zu der Zeit einer fragt, ja, wie findet ihr den und den Whisky? Da waren gleich 5 Videos von irgendwelchen Leuten, die ein Video und Blog dabei haben. Hier, guck mein Video, kein mein Video. Und das hat mich auch schon genervt. So, ich habe da nichts drüber gesagt, so, aber ich habe gesagt, dann will ich das nicht auch noch machen. Aber ich kann es natürlich verstehen. Und ich habe es ja jetzt bei meinem jetzigen Videokanal auch gemacht. Also bis 1000 Abonnenten habe ich es auch fast stark gepostet. Ich habe es bei Facebook gepostet. Ist ja völlig Ja. legitim. Ja. Ja. Wir haben das vorhin im Vorgespräch gesagt. Der Tim und ich kennen natürlich die Videos von dem André von früher mit der Schottlandfahne im Hintergrund, mit den Katzen, die durchs Bild laufen, und mit den Samples, die erschnüffelt werden. Also rein Sample-basiert, nichts mit Großflaschen zeigen oder sowas, sondern Samples gekauft, wie das so ein richtiger Nerd eigentlich macht. Und das Ja. waren ja auch von einem Nerd für Nerds, hatte ich das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Und Also am Anfang von einem Wannabe-Nerd. So, aber ja. nee, also ich glaube, es gibt einen Wannabe-Nerd, gibt es nicht. Wenn du dich in irgendwas so reinhängst, Einst. dann ist man Finde das ich gut, halt die Einsicht. Ja. qua eigener Definition, qua eigener Wassersuppe, sagt man, glaube ich, so. Nee, aber was ich mir gerade so denke, vielleicht solltest du zu deinem, keine Ahnung, 5000. Abonnenten oder sowas, dann irgendwo so eine alte Folge nochmal releasen. Ich habe das alles tatsächlich nicht mehr. Es existiert keine einzige Alles Folge weg. mehr. Alles weg. Auf YouTube alles Alter. gelöscht. Ich hatte auch da Oh die shit. Schnipsel. Das waren ja riesengroße Datenmengen zu der Zeit. Da hat man noch Ja. keine Terabyte-Festplatte gehabt. Ja. Oder ich zumindest nicht. So, deswegen, das wurde Aber geschnitten und dann weg hat damit. Und Tomek noch bei. was? Bitte? Du hast ja auch mit Tomek, glaube ich, immer was aufgenommen, oder? Ja, bei Eins. Tomek war ich auf dem Kanal damals Ja. auch schon. Ja. Bei Jason war ich auch immer mal wieder. War ich bei Norman irgendwann mal? Weiß ich Weiß ich gar nicht. nicht. Weiß ich Also, gar nicht. ich einfach nur so aus Nostalgiegründen, ne? Wenn du noch irgendwie noch mal ein Hand auf irgendwas kriegst. Sowas fände ich zum Beispiel geil zum. Es machen nicht so viele, weil sie es unangenehm finden, weil sie sagen, irgendwie damals war es alles noch nicht so professionell. Aber
Ich finde es eigentlich cool, wenn man sagt, hey, das ist 10 Jahre her oder 5 Jahre her oder wie lange auch immer, ne? Aber war auch eine schöne Zeit, wir haben da Spaß gehabt. Und ne? So, jetzt Ja, zeige ich ja. das nochmal. Zu welchem Grund auch immer, ne? Ja, Aber. nee, aber es existiert tatsächlich, also von mir selber existiert gar nichts mehr. Nee, wirklich gar nichts. Das habe ich irgendwann dann, ich habe es zu der Zeit gelöscht. Ich war erst bei Kirsch neu angefangen, da hatte ich den Kanal noch. Und dann mit der Zeit, ja, ich hatte halt keine Lust, ich wollte halt ehrlich sein und wollte da jetzt nicht weder Werbung machen noch irgendwas zerreißen. Ist auch So, aber schwierig, ne? Also da ist man ja so ein bisschen ja. auch in so einem Dilemma, so einem ganz Genau. klassischen, ne? Dass man halt auf der einen Seite eine Firma hat, für die man arbeitet, und auf der anderen Seite die Verrücktheiten, die das Whisky-Game so als Nerd mit sich bringt, hat, und irgendwie die Frage ist, was trägt man nach außen, ne? Und man kann es ja alles auch machen und leben und fühlen und auch Menschen kommunizieren, aber muss man es auf Video machen? Also das verstehe ich schon. Ja, und da habe ich dann mir dann gesagt, okay, das ist vielleicht nicht so cool, wenn ich jetzt sage, okay, es muss ja noch nicht mal, es muss, ich muss den Whisky noch nicht mal zerreißen, selbst wenn ich nur sage, zum Beispiel, ja, ist ein solides Ding, ja, da wurde das Rad nicht neu erfunden, aber es ist halt für mich gerade langweilig, vor allem wenn ich jetzt jeden Tag 3 Whiskys probiere und 2 Videos hochlade und in der Frequenz und dann waren da natürlich Hochkaräter dabei. Ja. Das, da, ja, das, ich habe nichts Schlechtes gesagt, aber wie es beim Zuschauer dann ankommt, ist natürlich, ja, okay, unbedingt brauchen tue ich den nicht. Nee, So, und wenn ich das. das Schlimme ist ja eigentlich noch, wenn dich dann dein Händler, mit dem du mittlerweile eine Freundschaft geschlossen hast, anruft und sagt, du, ich habe davon 4 Kisten stehen und das ist der Götterstoff. Du hast einfach einen scheiß Tag gehabt. Ja, André, du hast einen ja, scheiß Tag gehabt. Und dann ja. schickt dir, dann kommt er nochmal vorbei und gießt dir noch was ein und du sagst, ja, der war ja wirklich geil. Ich habe einfach Ja. nur einen doofen Tag gehabt. Kommt Ne? vor, Komm vor. Komm ja. bei uns an vor. Ich habe dann noch ein Dann bisschen stehst du da und weitergemacht. sagst, okay, doof. Das du jetzt leider, wenn alle auf mich hören. Ne? Also ich verstehe das total. Es Ja, ist so, und schwierig. ich habe dann aus dem Grund gesagt, ob ich es, weil wenn ich es gut bewerte, dann ist es Werbung. Wenn ich es schlecht bewerte, dann war es ein ehrliches Video. So, und dann habe ich gesagt, okay, du lässt den ganzen Kirschkram einfach raus. Es gibt ja noch genug anderen Whisky. So, das Problem war, das habe ich dann auch ein bisschen so weitergemacht, aber irgendwann, Kirsch kauft ja auch bei anderen Importeuren die Sachen. Die habe ich dann auch irgendwann am Telefon, sag mal, deine Stimme kenne ich doch irgendwoher. So, ne, und dann kommen solche Sachen. Hast du nicht letzt unseren so und so zerrissen? So, was ist da denn los? Oder man steht auf der Messe, wir waren auf zahlreichen Messen, da stehst du dann mal bei welchem anderen Importeur auch immer gegenüber und der sieht dich dann da am Stand und denkt sich, nee. Der Typ ist bei Kirsch und der zerreißt unsere Klamotten. Wenn das jetzt ein Privater wäre, ist es ja schon schön genug, aber dass der bei Kirsch arbeitet, na, das hat ja ein Geschmäckle. So. Ja. Ne? So, und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, es ist schade, aber lass es bleiben. Lass es einfach bleiben. Und dann war es auch fein. Ja, so, dann bin ich auch ganz im Job aufgegangen und konnte da auch natürlich, auch, ja, vor allem auf den Messen, was probieren. Wir hatten da alles, was wir an Importen haben wir natürlich offen gehabt, auch in der Firma, also wirklich sehr, sehr viel am Anfang. Natürlich auf den Messen macht man was auf, so für, wenn wir dann bei Kirschen Stream gemacht haben, da haben wir was aufgemacht und deswegen kommt man da auch immer sehr viel probieren. Ja, ne, aber wie gesagt, den Kanal habe ich dann deswegen dann auch aufgehört. Erst nur die Hälfte gemacht, also nur alle anderen, aber dann habe ich auch gedacht, wie gesagt, da will ich keinen mit verärgern und da gefährde ich ja auch meinen eigenen Arbeitsplatz mit. Da brauche ich ja nur einen bei dem Chef anrufen und sagen, einer aus eurem Unternehmen hat jetzt dies und das verursacht. Haben wir euch irgendwas getan? So, und bevor ich dann vielleicht auch noch zwischen mir und meinem Chef da irgendwas habe, ich gesagt, komm, lass es einfach bleiben. Lass es einfach bleiben und es war auch okay. Es war auch okay. Verständlich, absolut. Und aber der Schritt war ja dann auch deinerseits, du hast vorhin, hast es ja schon relativ fix alles zusammengefasst, aber wir klamüsern das natürlich noch so ein bisschen auf. Der nächste Schritt, den du gemacht hast, war, du hast dich natürlich auch weiterhin viel ums Forum gekümmert. Man hat dann aber schon gemerkt, dass auch die Moderatoren so gewechselt haben und du dann unter anderem aus dem Moderatorenteam ausgestiegen bist. Wie ist das so, sein Baby abzugeben? Sage ich mal so, ich hatte gezielt Leute angeschrieben, wo ich gefühlt habe, ich kannte die ja alle seit Jahren auch schon aus dem Forum, also aus dem Vorgängerforum dann von whisky.de. Und da wusste Ja. ich,
die fühlen das so oder so ähnlich wie ich. Die haben wirklich Liebe. Die haben auch mal, wenn ich da meine Themenwochen gemacht habe, haben da auch mitgeholfen. Die wollen das, was passiert. Die wollen sich austauschen. Und vor allem sind sie, so wie ich es mitbekommen habe, sozial absolut verträglich. Und oft schaukelten sich da irgendwelche Diskussionen hoch und dann gibt es da mal ein bisschen, ja, stärkere Meinung, sage ich mal. Und das ist mir bei denen nie aufgefallen. Die sind immer sachlich geblieben, immer fachlich geblieben, hatten, ja, wussten auch teilweise mehr als ich, absolut. Und das war halt meine Traumbesetzung. Die habe ich dann angefragt und auch teilweise noch jemand anders. So, und dann, die sind dann auch später teilweise noch dazu gekommen. Und das war die Traumbesetzung. Und da wusste ich von, wo ich rausgegangen bin, habe ich natürlich gesagt, wer will das von euch jemand übernehmen? Also jetzt die wirklich den Hut aufhaben, weil irgendjemand muss im Impressum stehen, auf irgendjemanden muss die Rechnung für die Serverkosten und die Forensoftware laufen. Einer muss es halt sein. Es können ja mehrere Administrator sein und irgendwas, aber einer muss wirklich den Hut aufhaben. Und da hat von denen dann keiner gesagt, so wirklich so, oh, ich weiß nicht, irgendwie schon, aber muss ich mir überlegen, so, und irgendwie ist dann diverse Gründe gekommen, warum dann nicht, oder könnte man vielleicht andere mit einbinden. So, und ich wusste einfach, long story short, es geht in gute Hände. Es geht in gute Hände. Ich habe da auch nie dran gedacht, da irgendwie Werbung zu schalten, was auch gar nicht so schlimm gewesen wäre, um die Serverkosten irgendwie da, wenn da ein bisschen Google da eben so einen kleinen Ad dazwischen den Themen hängt, ist gar nicht so schlimm. Ich habe gesagt, nee, das bezahle ich am Anfang, ich habe ja alles bezahlt. So, und ich wollte auch von keinem was haben. Und dann haben auch viele User schon gesagt, so, ja, wir würden auch was bezahlen dafür, dass wir hier unser gemütliches Stübchen haben. Habe ich gesagt, nein, alles gut, alles gut, alles gut. So viel ist es nicht, und ich mache das gerne. So, und das, ja, ich wusste, es geht in gute Hände und auch die haben keine Werbung geschaltet. Ich habe denen das Forum auch nicht verkauft oder sowas. Ich habe gesagt, das soll hier so weiter existieren, wie es ist. Und ja, das ist es. Und da war ich auch sehr oder bin ich auch immer noch sehr froh drüber. Das glaube ich. Ich glaube, das mit dem Forum, das hast du abgegeben, damit können wir das auch so ein bisschen abschließen. Was mich brennend interessieren würde, ist tatsächlich mal der Weg, den so eine Abfüllung vom Importeur nimmt, bis er im Endeffekt auf den Markt kommt. Du hast das ja auf deinem aktuellen Kanal mit den ganzen Teilnehmern an der Whisky-Branche sehr ausführlich illustriert. Na Aber wie ja. war denn bei euch tatsächlich so, wie ist der Workflow? Könnt ihr nur Angebote annehmen oder setzt ihr euch oder habt ihr euch wirklich hingesetzt und gesagt, ach, jetzt haben wir mal Lust, das und das rauszubringen und dann schaut man nach, gibt's das? Oder ist es wirklich nur Listen durchgehen, was ist jetzt aktuell reif, was können wir nehmen? Ganz kurz, Also, ja. bevor der André antwortet, ganz kurz, er hat einen Kanal und vielleicht kannst du darüber noch mal zwei Sätze sagen, bevor du dann hier startest. Ja, der neue YouTube-Kanal, der eigentlich der alte ist. Es ist der gleiche. Ich habe den einfach umbenannt. Früher war es Sample Schnüffler. Und jetzt ist es halt Whisky Tales. So, und die ursprüngliche Idee war es halt Tales, Geschichten, so was ich so aufgeschnappt habe, was mir so passiert ist, weil gibt es so viele Sachen und damit habe ich noch nicht mal angefangen, irgendwas zu machen. Das war für die Zeit gedacht, wo ich dann erstmal wollte ich halt meine Teilnehmer der Whisky-Branche erstmal mein Wissen weitergeben und den Leuten zeigen, wohin die Reise geht und wo ich herkomme und was so mein Standpunkt ist. So, und dann wollte ich eigentlich ursprünglich von solchen Erlebnissen erzählen und was ja immer auch noch ongoing ist. So, und dazu ist es aber eigentlich noch nie gekommen. Da habe ich auch noch genug Sachen, die irgendwann kommen werden. Und jetzt habe ich natürlich auch noch bessere Möglichkeiten, kann hier ein paar Fotos machen und habe jetzt auch in meinem jetzigen Job sehr viel, was ich noch sehe, was dazu kommt, was eigentlich, was weiß ich, wie so ein Keepers-Event, ja, Keepers of the Quake, da überhaupt mal hinzukommen, das ist einfach ein völlig unmögliches Ding. So, aber das sind halt so Sachen, wo ich dann gerne mal Fotos zeigen will und erklären will, wie sowas abläuft und dann halt noch mehrere Dinge. Wie ist bei Diageo, wie ist eigentlich der Alltag bei der Brennerei und. So, eigentlich ursprünglich war es halt eher viel mehr gedacht, so auf diese Nostalgie, dieses alte, dieses, ja, viele würden sagen, es ist Marketing, es ist reines Marketing. Oh ja, die Berger und Täler und die alten Brennereien, die verträumten. So, aber sowas wollte ich halt kommunizieren, weil ich bin irgendwann dazu übergegangen. Früher habe ich das auch eine Zeit lang verteufelt, dieses ganze Marketing, aber ich habe mir gedacht, weißt du was, das hat mich auch früher abgeholt. Das hat mich da ja hingebracht, diese ganze Nostalgie. So, und wieso soll ich das jetzt verteufeln?
Ich ziehe mir das mittlerweile wieder voll rein. Ja, wenn da auf der Flasche drauf, die Hirsche und die Berge und Täler und die verträumten Brennereien, ja, gib's mir, noch mehr. Bitte, gib nicht genug. Ja, ich kann es verteufeln. Wieso soll ich mein eigenes Hobby mir selber verteufeln? So, und vor allem noch den Teil, der mich dafür begeistert hat ursprünglich. So, es, ja. War irgendwann so ein Gedankengang, habe ich mir auch gedacht, warum eigentlich? Das ist so irgendwo aufgesprungen und mit auf den Zug. Ja, scheiß Marketing. So, aber ja, nee, es hat sich Also komplett wenn anders. ich glaube, André, wenn wir über Scheiß Marketing reden, dann reden wir über so Auswüchse wie, was weiß ich, da ist irgendwie sind drei Körner mit ins All geflogen und irgendwie, deswegen muss die Flasche jetzt Ja, 500 Euro kosten. Das ist ja das, was wir sagen, das ist eigentlich nicht gut, ne? ja. Ja, Aber ich weiß schon, was du meinst. So an wirklich an den Haaren ja, herbeigezogene genau. Stories, die jetzt nichts mit der Brennerei zu tun haben und ja, nee, Wenn da bin ich deswegen, wenn deswegen der Whisky trotzdem nur 30 Euro kostet, finde ich es auch noch gut, ne? Aber wenn er dann deswegen 300 kostet, das Ja. ist dann halt irgendwie doof, ne? Dann kommt es zum Problem, auf jeden Fall. Gut, nee, ja, Kanal heißt Whisky Tales und mittlerweile ist es dazu übergegangen, dass ich halt irgendwelche Sachen rausfeuer, die mir gerade, ja, die mich gerade beschäftigen, so aus der Newswelt, was so gerade passiert. Und da gebe ich dann halt meinen Einblick und Hintergründe, die jetzt vielleicht nicht so kommuniziert werden in dem jeweiligen Artikel oder was auch immer es ist, zum Besten. Gebe da auch viel Angriffsfläche, das ist aber natürlich auch Absicht, weil es lebt alles von den Fragen der Zuschauer. Und die Fragen der Zuschauer, die dann unter dem jeweiligen Thema gepostet werden, die werde ich im nächsten Video beantworten. Und dann kommt man von einem zum anderen, weil es ist natürlich auch unendlich komplex, das Thema. So, und bei manchen Themen, da könnte man ein Buch drüber schreiben, einfach so, dass es einfach nicht möglich ist in der Kürze. Und was heißt in der Kürze? Für YouTube ist natürlich 30, 40 Minuten sind schon lang. Ich sehe auch, durchschnittliche Watch-Time ist auch tatsächlich genau die Hälfte. Ich finde es natürlich ein bisschen schade. Ich kann es natürlich nicht verlangen, von den Zuschauern durchgehend dabei zu sein, aber ich denke mir halt, irgendwann kommt demnächst kommt die Frage und ich weiß, ich habe es damals schon erklärt, aber ich verstehe natürlich auch die Ungeduld teilweise. Das geht mir bei anderen Kanälen auch teilweise nicht anders. So, und ich, ja, das bringt die Sache halt mit sich. Aber ich habe halt auch oft gesagt gekriegt, ja, allein wenn du irgendwas über irgendwas völlig anderes redest oder über irgendwas redest, wo ich mich schon auskenne, allein der Kontext und was du alles mit einbaust und wenn du abschweifst, da ist so viel drin, was ich vielleicht auch gar nicht merke. Was aber schon wieder super informativ halt für den Zuschauer ist, obwohl es gar nicht um das Thema eigentlich ging. So, also da fällt rechts und links bei dem, was ich sage, auch zum bekannten Thema noch viel ab, was vielen Leuten weiterhilft. Und da kommen dann auch Fragen. So, und da gehe ich drauf ein und ich versuche das auch so, ja, einsteigerfreundlich wie möglich zu gestalten. Also wenn da jetzt irgendjemand schreibt, ja, was ist denn mit der UA und der OA, ich verspreche es dann aus, der unabhängige Abfüller und der Originalabfüller oder die Originalabfüllung. So, das ist jetzt einer der Punkte. So, aber es hat sich vollkommen verselbstständigt und da ich sowieso nie bei einem Thema bleiben kann, habe ich es jetzt Unchained und Unscripted genannt und da kommt einfach eine Folge nach der anderen und es passiert, was passiert. Und ich lasse mich komplett treiben, aber ich habe noch ein paar andere Formate. Also ich, für die, die es nicht wissen, die den Kanal vielleicht gar nicht kennen, ich mache gar keine Verkostungen mehr, war aber auch nie der Großteil des Kanals. Ich bin die ganze Zeit nur am Reden, wie funktioniert das Business, was sind die Beweggründe, was steckt dahinter, wie wird irgendwas umgesetzt, da ich jetzt halt in der Brennerei arbeite und einen Blick in alles habe und die ganzen Importeure der ganzen Länder kennen. Und hier auch in der Brennerei an allem. Wir sind halt zwei Leute im Büro, zwei. So, und da kann man jetzt sagen, fragen die Leute, ja, bist du jetzt Distillery Manager? Und da sage ich ja und nein. Also den offiziellen Titel habe ich nicht. Aber faktisch bin ich's. Natürlich, Andrew Symington hat den Hut auf, sein Reich komme, sein Wille geschehe. Aber die Mails kommen alle auf meinen Tisch. Und alles, es ist Einkauf, es ist Verkauf, es sind die Kunden, es sind die Exporte, es sind Zolldokumente, es ist Alkoholsteuer, es sind Auflagen mit Hygiene, mit Feuerschutz, mit Stills müssen gewartet werden, es ist Proben ziehen, es ist Warehouse, es ist Production Plan, also was wird wann abgefüllt, es sind die Dry Goods bestellen, Korken, Kapseln. Es sind zum Teil Versicherungen, Kreditausfallversicherungen, es ist Markenrecht,
Es ist einfach alles. Wenn zwei nur im Büro sind, wenn ich morgen gegen die Wand fahre mit dem Auto, dann muss die andere Person alles wissen. Und wenn die morgen gegen die Wand fährt, dann muss ich alles wissen. So, also das, viele denken immer, dass Signatory so eine Riesenbude ist. Nein, nein. Wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, einer hat das Unternehmen verlassen, der ist riesen Real Madrid-Fan und der hat dann irgendwie einen Job bei Real Madrid gekriegt. Also mich hat mein Traum hierher getrieben und sein Traum hat ihn hier Ich muss weggetrieben. gerade sagen, ich muss gerade Ja. sagen, ja. So, aber das nur am Rande. So, und ich weiß nicht, sind wir jetzt mittlerweile, sind wir 9 oder 10 insgesamt? Insgesamt. So, und Das ist ja das nichts. ist. Das ist nichts. Ne, da hat ein durchschnittlicher Bäcker in Deutschland an der Straßenecke schon mehr. Ja, und so kämpfen wir uns da durch. Und folglich habe ich einen Blick in alles und kriege viel mit. Und wir hatten jetzt gerade heute wieder unseren Lieferanten für Tuben. Und ich weiß ja, wen der noch ungefähr beliefert. Wenn er dann sagt, ja, also ihr habt auf jeden Fall ein gutes Jahr gehabt, dann weiß ich, wer kein gutes Jahr gehabt hat. So, oder das Gleiche mit irgendwelchen Flaschenlieferanten, Glas und sowas, da weiß man auch. Ne? Welche Flaschen stellen die her? Da werben die teilweise natürlich auch auf der Webseite mit. Und dann, jetzt haben wir da zum Beispiel fürs neue Jahr eine kleine Preiserhöhung gekriegt, die natürlich, und aber gleichzeitig einen Zettel. Ja, ab jetzt müssen wir erstmalig man muss immer Forecasts machen, also voraussagen, wie viele Flaschen werden wir im nächsten Jahr brauchen und in welchem Rhythmus werden wir die abrufen. So, Ja, die und müssen jetzt ja muss. produzieren auch im Zweifel. Die müssen auch Genau. eine Produktionsplanung machen, ne? Genau. So, Ja. und diesmal haben sie zum ersten Mal einen Zettel beigelegt und haben geschrieben, ab jetzt muss pro Palette pro Monat 10 Euro bezahlt werden, wenn die hier länger steht, als prophezeit wurde. So, und was sagt einem das? Das sagt schon, dass die ja, Branche in diesem Jahr überhaupt nicht gut lief und dass da sämtliche Brennereien ihre Flaschen nicht abgerufen haben, weil sie die einfach nicht brauchen gerade. Das sind alles so Informationen, wo man halt zwischen den Zeilen lesen kann. Und wenn du da eine Standard-Whisky-Flasche hast, wie bei der Anschill-Filtert-Flasche, es nennt sich die Standard Tall Round Bottle, da kannst du noch nicht viel draus lesen. Aber weil die Flaschen können sie auch an jeden anderen verkaufen. Aber auf der Edradauer-Flasche zum Beispiel steht ja Edradauer drauf und viele Genau. Brennereien haben ja mittlerweile eine eigene Flasche. Ja. So, und die kann kein anderer abnehmen. Wenn die Brennerei dann halt schlecht läuft und viel weniger verkauft als im letzten Jahr oder als prognostiziert oder erwartet, dann stehen die Flaschen da halt rum. Und jetzt ist das so viel geworden, dass sie gesagt haben, es geht nicht mehr. Entweder ruft den Kram ab oder wir müssen euch jetzt wirklich Lagerkosten, berechnen. So. Also das sind Kleinigkeiten. Das sind absolute Aber jetzt ganz Kleinigkeiten. kurz, ne, das ist ja eine Umkehr von dem, was wir noch vor 3 Jahren hatten, ne, wo keiner Glas gekriegt hat, ne. Ja, natürlich. Ganz verrückt. Lass uns nachher nochmal so in die Details reingucken. Also ich halte jetzt mal ganz kurz fest. Also wer, wie der Tim gerade Corona hat und die ganze Woche zu Hause auf dem Sofa rumliegt, kaserniert, der möge sich einfach mal beim André in den Kanal Whisky Tales reindiggen, reingraben, reinfräsen. Und kann da quasi einen spannenden Einblick aus Internals zum Whisky Game bekommen. Und das eben, ich glaube, am Anfang noch sozusagen mit ein bisschen weniger Struktur, nachher immer irgendwie griffiger, präsenter so, aber ganz Ruhiger. normal, wie bei jedem anderen Kanal auch. Mittlerweile total cool. Und ich hab gerade hier die Folge über die Whiskyblase gefeiert. Habe ich auch was runter kommentiert. Fand ich richtig gut. Also tolle Analysen. Also deswegen, wenn ihr irgendwie Luft und Zeit habt, und momentan sind halt viele krank, deswegen sage ich das nochmal, ne? Guckt nicht Netflix, guckt nicht Wow, guckt nicht irgendwie Disney oder so ein Quatsch, sondern zieht euch beim anderen in den Kanal rein. So, und jetzt müssen wir aber nochmal zurückgehen. Der Tim hatte nämlich ich habe ja den Tim abgekappt bei der Frage nach dem Prozess, wenn der Importeur sagt, er Importeur, möchte. genau. Okay, Achso, ja, wir ich erinnere nehmen jetzt mich. mal. Wir machen jetzt einen ganz uneleganten Cut zurück, aber ich finde, das ist jetzt wichtig, weil Es ich macht vorhin nichts. reingegrätscht bin, dass Alles ich jetzt gut. die Grätsche nochmal mache und das wieder zurückhole an den Anfang. Hol mich immer wieder gerne zurück. Deswegen heißt mein Format auch mittlerweile Unchained und Unscripted, weil ich weiß, ich kann mich sowieso nicht an meiner roten Schnur irgendwie im Ja. Video halten. Gut, aber also. Also eigentlich ist das Thema, wie kauft Kirsch ein? Wie wählen Sie die Flaschen aus, die Sie kriegen? Naja, auch wie entsteht so eine
So eine Serie wie war es, Samurai oder sowas? Ach so, gut. Ja, also generell haben die meisten Hersteller ihre Core Range, sage ich jetzt einfach mal. So, und da kriegt man das und das. Und da ist es eigentlich grundsätzlich, kann man sagen, wer viele Core Range verkauft, der wird hinterher mit Exklusivabfüllung, mit Fassproben belohnt. Okay. So, weil sonst nur Rosinen picken kann jeder. So, aber nur die feinsten Fässer rausgeben für Firmen, die sich nicht anstrengen, läuft nicht. Also sonst würde ja jeder nur kommen. Das zieht sich auch von oben bis unten. Wenn Kirsch jetzt auch bei Signatori sagen würde die ganze Zeit, ja, wir wollen nur Sherry und wir wollen nur Artbeck und wir wollen nur solche Gedöns, die sagen die auch, ja, das funktioniert so nicht. So, ihr müsst auch mal hier jetzt einen Den Linkwood kaufen Lossi für 10 Spahn. kaufen. Genau, so, weil die kriegen als Signatori kriegst du auch nicht nur das, was du haben willst. Da kriegst du ein Fass Carl Ila und dann musst du erstmal 10 andere Fässer nehmen von Dingen, die nicht so interessant sind jetzt, die jetzt nicht rauchig sind, die jetzt vielleicht keine eigene Core Range haben, die ein bisschen unbekannter sind, aber sonst kriegst du das eine Fass Carl Ila halt auch nicht. So, und da kann man sagen, das zieht sich von oben bis unten durch und das geht auch weiter bis zu den Shops, wenn die immer nur Rosinen bestellen und immer nur Sonderabfüllung. Kirsch ist da noch sehr großzügig, gerade bei neuen Shops. Und holen die da mal mit ins Boot, geben ein bisschen Starthilfe, will ich mal sagen, weil sie haben es sich nicht verdient in dem Sinne. Viele andere gucken, okay, wie viele vom 10-jährigen Standard hast du denn abgerufen? Oh, gar keinen. Ja, wie kommst du denn darauf, dass du eine Sonderabfüllung hast? Viele schreiben sich das ganz genau auf, die gucken in die Zahlen. Jetzt habe ich eine Sonderabfüllung, da habe ich so und so viel Fässer, so und so viel Flaschen. Wie teile ich das unter meinen Kunden auf? Ich gucke, wer hat anteilig wie viel vom 10-jährigen Standard oder was auch immer verkauft. Und dann habe ich meine Zahl. Fertig aus. Und so wird es aufgeteilt. So, also da ist Kirsch, wenn man es so will, dann ist Kirsch fast sogar noch gehässig gegenüber seinen Stammkunden, die auch die anderen Sachen kaufen. Viel mehr so. Aber da gibt es kein Falsch und kein Richtig. Das ist das Gleiche mit der Zuteilung von einem Shop, der jetzt irgendwas hat. Das kennen wir auch alle. Wir haben aufwärts. Auktionen gesehen, wir haben Abwärtsauktionen gesehen, wir haben Verlosungen gesehen, wir haben erst Stammkunden gesehen, wir haben alles gesehen, so, aber glücklich machst du damit keinen. So, aber ich komme zurück zum Thema. Also das ist ja erstmal grundlegend, was man da ganz generell wissen muss. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ich will jetzt nur das feinste Zeug haben, was sich easy verkauft. So, und da haben sich auch viele Händler geirrt, die sich denken, okay, ich kenne mich aus, ich mache jetzt einen Shop aus und ich sehe ja die anderen Shops, die haben ja so viel Gedöns drin, was nicht einfach von der Hand geht. Ich bin ja schlau, sowas mache ich gar nicht. So, dann machst du einen Shop auf. Ja, nur das geht nicht. So, dann kommt man auf den Boden der Tatsachen zurück und dann weiß man auch, warum die anderen alle sowas haben. So, also das sieht man von außen halt nicht so und da kann man sich ganz schön irren, wenn man das Business halt nicht kennt, wie das halt läuft. So, also da hast du dann deine Standards, so kriegst du dann auch über die Standards sozusagen deine Fassproben und deine Sonderabfüllung. Und alles andere muss man gucken. Das sind alles Absprachen. Also bei Glenallachie zum Beispiel, diese Cuvées, da habe ich die mitgenervt, da habe ich mein erstes Cuvée, wo ich den Namen oder die Idee hier hatte oder dieses Konzept. Da hatte ich mal einen Bonner Heaven, das war so eine 0,5 Flasche Bonner Pfeifen und Tabak, Bonner Pfeifen und Tabakhaus. Die hatten da mal irgendwann so ein Oloroso Bordeaux und den finde ich bis heute grandios. So, da bin ich Edrador mit auf den Keks gegangen, solange bis sie es gemacht haben. Dann bin ich Glenallachie damit auf den Keks gegangen, solange bis sie es gemacht haben und überall immer dieses Sherry und Rotwein. So, die Kombi gefällt mir auf jeden Fall gut. Das sind dann solche Sachen, aber die sagen dann auch, okay, wir machen jetzt aber kein Doppelkask, wenn du sowas haben willst dafür und dann vor allem auch eine Verpackung für haben willst, die muss natürlich wieder extra bestellt werden und das wäre dann nur für diese eine Abfüllung. Da sagen die dann, okay, in dem Fall müssen es dann vielleicht ein paar mehr Fässer sein, nicht nur zwei. So, und dann wurden das halt größere Abfüllungen. Dann wurde das beliebt, dann haben wir das zu so einem jährlichen Ding gemacht irgendwie. Mittlerweile hat sich das verselbstständigt. Da ist jetzt nicht mehr zwingend Sherry drin. Genau. So, und ursprünglich hatte ich Beziehungsweise halt. auch mal irgendwie PX, irgendwas, und das sind ja, das Ja. ändert sich ja Also, jedes Jahr. wenn ich jetzt sage Sherry und Rotwein, es war mir egal, ob es jetzt an Sherry stelle, Contes, PX, Oloroso, sonst was, Palo Cortado, irgendwas sein. Und an Rotwein durfte es auch Burgundy oder Bordeaux oder Pinot Noir, das war mir egal.
So, weil du kannst es dir halt auch nicht immer aussuchen. Und manchmal hast du halt nur die Fässer, mit denen du arbeiten kannst oder nur die. So, aber das ist halt ja auf den Keks gehen und ja, das machen sie dann, aber dann irgendwie musst du auch bluten. Ja, ob es nun preislich ist oder halt eine größere Menge, als du eigentlich haben willst. Also so einfach machen sie es dir dann nicht. So, also irgendwie, was heißt ein Haken, aber ne, es wird nicht zu einfach gemacht. Das ist sowas mit den, ja, wie ist das entstanden, um auf die Frage, da habe ich halt irgendwann zwei Proben gehabt, hab die verkostet, Fassproben, wo wir einfach Single Cask draus hätten machen können, oder die an Kunden weitergeben hätten können. Und damit habe ich dann ein bisschen rumgespielt, ja, warum nicht, mal probieren, ja, super, Chef, hier, probier mal. Was ist das? Ja, gemixt. So, und wo ich damit bei Eldorado ankam, die haben auch gesagt, das Mischen, das sind zwei sehr gute Fässer. Ich weiß auch nicht. So, ja. Ob du nun zwei sehr gute Fässer einzeln verkaufst oder zwei sehr gute Fässer zusammen verkaufst, was auch sehr gut ist, wo ist denn das Problem? Ja, Zähne knirschen und irgendwann haben sie es dann gemacht. Also das Problem ist ja, und das hat man ja bei den Cuvée-Fässern bei Glenn Alecky gesehen, die habt ihr ja zu einem super attraktiven Preis rausgetan, weil es Ja, halt auch in eben Fassstärke kein noch. Single Cask war, ne? Ja, Also für ja. Fassstärke, ich weiß nicht, was es gekostet hat, 60, 70 €, keine Ahnung, ich hab's nicht mehr im So um Kopf, den Dreh. Ja. ne? Aber das war ja für das, was das war. Deswegen habe ich auch zwei Flaschen davon da oben im Schrank stehen. Ne? War das halt super. Erinnert mich auch ein bisschen an diese Glenn Farkas-Abfüllung, die von Kirsch kam. 10 Jahre für 75 € Fassstärke, wo man ja Kann gut normalerweise sein, ja. 140 für einen Family Cask bezahlt oder so, ne? Wenn Ja, es ein Single Cask das. wäre, ne? Aber ihr habt halt ein Batch-Ding gemacht mit irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Fässern oder was, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, es waren zwei. Ja, weiß ich So, nicht weil mehr, die aber. haben uns gesagt, oder ich bin der Meinung, bei Glenn Farkas ist es mehr oder weniger Standard. Ich kenne selber Gegenbeispiele, wo es nicht so ist, aber irgendwann kam es mal so auf, nee, Single Cask gibt es überhaupt nicht. Mindestens zwei Fässer, alles andere passiert sowieso nicht. Das wurde uns dann gesagt, so, aber es gibt hier und da gibt es Single Cask, aber es ist auch auffallend, wie oft es halt dann zumindest ein Batch ist. Also, das war da dann der Grund zumindest, dass es mehr waren. Ich finde, So. Glenn Farkas ist sowieso ein Monopoly. Da kannst du in Polen sein und dann kriegst du da einen 15-Jährigen in Fassstärke oder in Holland oder weiß der Geier was. Das scheint ja irgendwie andere Gesetze zu haben, wie da irgendwo die Fässer ausgegeben werden. Aber nichtsdestotrotz, was ich damit sagen wollte, ist, ihr habt das ja, oder offensichtlich ja auch mit dir im Driver Seat, ja, dann eben auch Sachen gemacht, wo du sagtest, das kriegen wir nur, weil wir halt viel, viel umsetzen. Aber du hast jetzt nicht gesagt, hier ist Super Premium. Das ist jetzt hier, da müssen wir jetzt nochmal richtig mit cashen. Und das waren ja immer eigentlich coole Sachen für Leute, die Bock auf guten Whisky Ja. hatten, fand ich. Ja, also wir uns jetzt mal die Wikinger jetzt zum Beispiel aufzunehmen, da hatte ich auch Ja. halt diverse Fassproben und dann hab ich mich halt auch dafür interessiert, sowas mal irgendwie zu machen. Die ganz ursprüngliche Idee bei den Wikingern waren hier vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Heavy Metal bewandert seid Was sind die oder Wikinger? Sorry, ich stehe gerade auf dem Schlauch. die Die Abfüllung. Wikinger-Signatorie-Abfüllung, da gab es so eine Wikinger-Serie, fünf Stück. Ach, diese Dekanter? Ja, genau. Wild bedruckt, okay, verstehe. Genau. Ein so ein Vorher gab es Torverschnitt Samurai, dann gab zum. es Wikinger, ne? Genau. Genau, Okay. genau. Okay. Und es ist ungefähr die gleiche Story, aber ich erzähle es jetzt einfach mal mit den Wikingern. Verschiedene Proben gehabt und ursprünglich wollte ich dieses Cover-Design haben, wie diese Manowar-Cover. Vielleicht kennt ihr die Band, vielleicht kennt ihr die Ja, Cover. geil. So, und das war halt meine Warriors of the World. grundsätzliche Idee. Genau, so und. Ja, also irgendwie Menschen, irgendwie Helden. So, und dann habe ich auch mal geguckt, man kann den Typen, der die Manowar-Cover malt, auch ja, buchen oder beauftragen mit solchen Dingen. So, aber es ist preislich fernab von Gut und Böse, also absolut nicht realisierbar. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, was geht denn so whisky-mäßig, was kann man denn da irgendwie machen, was irgendwie noch halbwegs dazu passt, waren dann Wikinger. So, war jetzt ein bisschen schade. Lasse ich mir auch gefallen, wenn da jemand sagt, ja, ist ein bisschen Highland Park abgekupfert und so. Natürlich gibt es da Parallelen. Naja, nordisch, ja. Ja, so, also das war jetzt nichts Neues, da haben wir das Rad nicht neu erfunden. So, aber das war halt die Idee. Und dann war, okay, was kann man da denn mal mit dem Whisky spielen? Ja, dann machen wir halt nur Coastal oder Island Distilleries. Geguckt, kriegen wir da irgendwas hin? Jo.
Passt. So, und dann, wen lassen wir denn dann die Cover machen? Es soll ja so Manowar-mäßig werden. Also ich will irgendjemanden haben, der sich zumindest mit der Thematik auskennt. Und dann haben wir diesen Tom Thiel, habe ich ergoogelt. Und der hat halt die Cover für eine andere Metal-Band, Amon Amarth, die halt so diese Pagan-Viking-Metal macht. Also ist genau das Thema und auch eine bekannte Band. Dann habe ich auch gedacht, ja, mehr Fragen kostet nichts. So, und dann ihn gefragt, ja, was kostet ein Motiv? Ja, dies und das. Ja, okay, Chef, hier, guck mal, der macht das und das. Ich stelle mir das und das vor. Dann hatten wir halt auch noch so einen Goldrahmen, so einen keltischen Rahmen mehr oder weniger. Dann habe ich gesagt, ja, ich will da auf jeden Fall auch Frauen bei haben. Dann sollen sie verschiedene Waffen haben. Der Torverschnitt hat halt einen Hammer und dann noch mit Äxten und Schwertern und. So, und dann haben wir auch gesagt, du, ungefähr so, mach, wie du Bock hast. Und dann schauen wir, was passiert. Wir können ja hinterher immer noch was dran ändern. So, und dann hat er irgendwann die vier Bilder geschickt. Wir haben die Fässer dafür ausgesucht. Der David Frickel von Whisky und Vinyl, der hat die Label letztendlich zusammengestellt. Oder das Motiv hatte er, aber dieses Layout hat er halt gemacht mit diesem Rahmen. Also auch die Brennerei war dann halt so in Runenschrift. Und da hat er ein super, super gutes Auge für sowas da zu machen. Ich mache das, ich habe das in Paint zusammengerotzt, würde ich einfach mal sagen. So, aber er weiß dann, okay, da will er hin. Er setzt dann noch seine Note drauf, setzt das dann um und dann schicken wir das fertige Label zu Signatur und sagt, hier, mach das darauf. Die schicken das dann an ihre Brennerei, ach, an ihre Druckerei. So, und dann ist das fertig. Dann noch schön mit Folie. Da kann man jetzt sagen, okay, es gab Schwesterfässer, die waren deutlich günstiger, aber es lag an diesem Hibisco-Dekanter. Je nachdem, was da drin ist. Also ich kann mal sagen, die Fassstärkenvase, da bezahlt man unter Umständen mit einer mäßigen Flasche irgendwie bei 15 Jahren, also jetzt nicht komplett uralt, aber auch nicht blutjung. Da kannst du 17 bis 20 € bezahlt der Endverbraucher nur für das Glas. Weil das Man ist sieht es. Glencairn. Ihr wisst, so ein kleines blödes Glencairn-Glas, das kostet mittlerweile schon, kostet das 6, 7, 8 € teilweise. Dann könnt ihr euch Ja, vorstellen, was so ein. 4,90 €, 5,90 €. Da, nee, nicht mehr, nicht mehr. Die Zeiten sind lange Nicht? vorbei. Da war ich nämlich auch lange. Nein, nein. Nee, und da könnt ihr euch vorstellen, was so ein Dekanter von Glencairn kostet. So, und das ist halt viel. Und der Hibisco-Dekanter, was jetzt die Flasche für die Wikinger war, der ist noch teurer. So, und das hat die Flaschen halt plus natürlich die Kosten für die Label ein bisschen angehoben. Insgesamt für die ganzen Kosten hatte Kirsch da aber weniger Marge, als hätten sie es einfach in normale Karte reingefüllt oder in die normale Vase oder in die normale Standardflasche. So, also da wäre die Ach, verrückt. Kalkulation eine andere gewesen. Es war teurer, aber man hat trotzdem wegen der Kosten ein bisschen weniger dran gehabt. Aber da sagt er auch, es waren Fässer. Teilweise haben wir uns dann auch unterhalten. Ja, was ist denn jetzt der Bonus? Was haben wir denn davon? Das, was wir da reingefüllt haben, die Fässer hätten wir auch so verkauft. Was haben wir davon? Da haben wir gesagt, Was? ja, es ist halt geil. Es ist halt Ihr geil. habt, ihr habt, also, was habt ihr? Ihr habt halt eine geile Nerd-Sammler-Edition geschaffen, die die Leute Ja, geil Beziehungen schaffen. finden, und das ist, also das ist, sind ja nicht immer Dinge, die man sozusagen dann in direkten Euros ummünzen kann, ne? Sondern dann das, über die reden wir jetzt noch, ne? Das ist halt der Punkt. Genau das habt ihr davon, dass wir jetzt noch darüber reden. Dass es nicht Ja. irgendeine random Buddel war, ne? Nein. Sondern wir reden Ja, jetzt noch und darüber. Das ist der absolut, Punkt. absolut. Und das war mit den Samurais. Bei den Samurais hatten wir leider nicht den Zusammenhang, irgendwie diesen geografischen Zusammenhang. Also das waren einfach Samurai-Cover. Da gibt es gar nichts anderes zu sagen. Ja. Vielleicht war dann bei Nevis drin, ich weiß es gar nicht mehr. Da hat man vielleicht noch eine Mini-Connection, aber so. Ansonsten hat es die Label, die habe ich gesehen, die waren auch nahezu fertig, so wie ich die gefunden habe, die Motive. Und ich habe einfach gesagt, boah, ist das geil. So, so und No-brainer. will ich haben. So, und machen wir, Ja. und dann ist das halt so und so gelaufen, ja. Aber ich finde es verrückt, wie ja doch schon irgendwie so eine Do-it-yourself-Mentalität, die sich bei dir persönlich ja durchzieht, aber jetzt auch beruflich bei sowas ja voll durchzieht. Du hast eine Idee, willst das machen, wird gemacht. Du guckst Ja. einfach zwei Samples zusammen, schmeckt geil, lass mal machen. Ja. Also hätte ich mir jetzt persönlich, wenn man so an die Außenwirkung auch von Kirsch und den ganzen Marken denkt, kommt einem viel professioneller rüber, ohne dir das jetzt absprechen zu wollen, aber dass es halt teilweise wirklich aus einer Laune raus entsteht Es ist und aus einer Laune. Ich bin auch meine ersten Besuche jetzt im Namen von Kirsch bei irgendwelchen Brennereien. Wie gesagt, ich war da eigentlich im Urlaub. Und dann habe ich auch gedacht, so,
oh mein Gott, was sind das, wenn ich die jetzt anspreche oder so oder sage, ich arbeite da für einen Distributeur in Deutschland und so. Ich hatte die Hosen natürlich die ersten Male auch voll und dachte, die holen mich jetzt da in irgendein Zimmer und dann sitzen da drei Leute mit Schlips und Anzug vor mir und nehme mich da auseinander und ich kann denen nicht bieten, was sie wollen. Das ist total easy. Das ist total easy. Du marschierst da rein, kommst da ins Ja. Gespräch, die merken, dass du Whisky liebst und dass du nicht irgendwie eine Nervensäge bist. Da muss man sich halt ein bisschen Mühe geben. So, und dann kommt man ins Gespräch und manchmal bei manchen Brennereien, da bin ich reingekommen, da habe ich mich dann halt auch im Shop umgeguckt und dies und das, so hinterher merkst du, das ist halt eine kleine Neubrennerei. Dann schnackst du mit demjenigen, der da halt an der Kasse sitzt, und dann kommst du ins Gespräch und dann merkst du, okay, das ist der Distillery Manager, das ist der Ach, krass. Besitzer, der Eigentümer. So, und ja, dann bist du schon im Gespräch drinne. Das Ganze mit Loch Lee, da habe ich zufällig gesehen auf Instagram, Bilder von denen. Ich habe dir bei Instagram Dass es die Nachricht überhaupt geschrieben. gibt. Bitte? Dass Dass es die es die überhaupt überhaupt gibt. gibt. Ja. Ja, und dann habe ich irgendwann Bilder da gesehen und dann einfach mal, ja, schick's mal eine Mail hin. So eine Instagram-Mail. Ich so, moin, ich arbeite für einen deutschen Importeur für Whisky und wir machen dies und ich finde euer Projekt super und Punkt. Wie sieht's aus? Könnt ihr euch mal bei melden? Hier, ja, E-Mail Adresse ist die. Ende. So, Über so ist das Instagram. zustande gekommen. Krass. Ja. Ja, verrückt. Ist Also, wie gesagt, hat man, glaube ich, als Außenstehender tatsächlich ein ganz anderes Bild von. Und kann ich mir aber super vorstellen. Bei Man uns ist hat es ja immer manchmal anders. dieses Bild, es sind alles die großen Hochhäuser und die Ja, Aktentaschen und was weiß ich und Passierschein A38 und Formulare und Verträge. ja. Vergiss es, das ist oft nicht so. Dann marschierst du rein, du lernst jemanden kennen und dann ist es die richtige Person. Kann sein. So, manchmal machst du einen Termin, ja, anhören können wir uns ja, aber was haben die denn zu verlieren, wenn ich sage, ich komme ja zu euch? Ja, Ja. was haben sie denn zu verlieren? Nichts. Auch nur ein So, bisschen und Zeit dann investieren, marschierst du da ja. rein und die ist auch mit den ganzen Fässern. Ich habe mich total gefreut, wo ich bei Kirsch für mein erstes Fass, was ich dann einkaufe, was ich bestimmt habe und auserkoren habe, Ja. da habe ich noch heute den Kaufvertrag mit meiner Unterschrift und da habe ich mir so einen Keks ge gefreut. Seitdem, das ist das erste Fass, für das ich unterschrieben habe und auch das letzte. Danach Mail hin. Guten Tag, die 20 Fässer. Ja, passt schon, machen wir fertig. Ja. Okay, Punkt. aber um bei dem Thema kurz zu bleiben, das war jetzt eher so der kreative Prozess, den wir besprochen haben. Gibt es aber auch solche Ideen wie, keine Ahnung, wir brauchen mal wieder was Altes, wir brauchen mal wieder was 30-Jähriges, was 18, 20, sowas in der Richtung. Wird das auch gestaffelt und dann geschaut explizit danach? Weil einfach, keine Ahnung, zuletzt kam eine Charge raus, da waren es irgendwie alles unter 12-jährige Abfüllungen. Wir brauchen jetzt mal wieder was, jetzt zuletzt auch viel. Erinnere ich mich so 17, 18, 19-Jährige oder Ja. die ganz Alten. Es ist komplett unterschiedlich. Also Signatori sind eigentlich mehr oder weniger die einzigen, die jetzt eine Core Range als unabhängiger Abfüller haben. Die Ja. anderen, die gucken einfach, okay, was haben wir fertig, was ist soweit? Und dann verteilen wir es halt. Das haben wir abgefüllt. Das verteilen sie dann halt über die Märkte. Gordon McPhail macht das zum Beispiel so. Die haben keine, eigentlich irgendwie kann man sagen, die haben erstmal diese Discovery-Serie. Genau, das ist ja quasi ihre Core Range, ne? Das ist genau, das ist sozusagen ihre Also, Core die Range haben vielleicht noch inklusive. eine Core Range, Genau. sozusagen. So, und da könnte man jetzt auch diese Distillery-Labels mit reinzählen. Wo sie Nimiri, Mordlas und Lindguhr, Glenhorras Ja, und okay, so. stimmt, das Die auch. Geschichte auch, die variieren dann aber auch im Alter. So, aber diese Connoisseur's Choice-Abfüllung, das kann mal ein Fass sein, was es nur in Deutschland gibt. Aber die machen das, die gucken wirklich am Anfang des Jahres, welche Fässer hatten wir in den letzten Jahren wo. Und dann wollen wir dem Land was anderes geben. So und so, auch wenn die Fässer nicht Ah. exklusiv sind und da nicht draufsteht, für Deutschland, kann es für Deutschland sein. Aber teilweise machen sie es auch sehr viel, wenn es halt große Fässer sind oder wenn es besonders gute Fässer sind oder welche, was heißt gute, mit Namen, die schnell von der Hand gehen, mit Brenner, mit Farbe, sprechen wir es ganz ehrlich aus, mit Sherry, mit Ja. Rauch, irgendwie sowas, dann wird so ein Fass auch mal über zwei, drei Länder geteilt und dann ist das quasi exklusiv für Holland und Belgien, für Deutschland und Frankreich, für Kanada und USA. So und so puzzeln die sich alles zurecht und sagen dann denen, ja, wir haben jetzt dir das anzubieten, möchtest du das haben? So, also es ist so eine gemischte Form. Es ist gelenkt, ist es aber irgendwie exklusiv, aber ich sag mal teilexklusiv.
So, und so gehen Ja. die vor. Deswegen, da kommt irgendwo eine Abfüllung in den Whisky Base oder auch auf deren Homepage. Da sehen alle drehen durch, die alle rufen bei Kirsch an. Wann kommt die, wann kommt die, wann kommt die? Die kommt nie, die ist nicht für uns. Die ist für irgendwelche anderen Länder. Steht auch, Ja. ich weiß nicht, ob es mittlerweile auf der Internetseite steht, aber soweit ich weiß, habe lange nicht mehr nachgeguckt, aber da steht das nicht. Und so macht das jeder anders. Bei Duncan Taylor war es jetzt zum Beispiel so, die haben Proben für große Fässer geschickt, aber diese ganzen Oktaves, da schicken die einfach nur eine Liste. So, weil deren Grund ist, okay, wir haben ja jetzt noch keine Probe, das sind ja alles Finishes in diesen Oktaves. Und die liegen dann 2, 3, 4, ich glaube die 3, 6, 9, ich glaube das war sogar gestaffelt, je nachdem, ob es dann First Fill oder Refill ist. Da bestellst du von der Liste und da sagen die auch, es macht keinen Sinn, ein Sample zu schicken. Weil Ja. wenn wir das Sample ziehen, bis wir es dann zu dir geschickt haben, bis es dann ankommt, bis du das dann aufmachst, bis du dann dazu kommst, dich damit auseinanderzusetzen, bis du dann das vielleicht noch zum Kunden irgendwo hinschickst und der irgendwann mal dazu kommt, bis der irgendwann mal eine Rückmeldung gibt und dann ist noch wieder die Frage, was ist mit Label, was ist mit, kann ich da meinen Text drauf haben, was ist mit dem Preis, können wir das verdünnen und dann kommt irgendwann die Antwort zurück an Kirsch und dann kommt irgendwann die Antwort zurück an Duncan Taylor. So, und dann ist so viel Zeit vergangen. Man muss die Zeit ja auch noch rechnen. Dann packen die das erst in ihren Production Plan. Und das ist nicht Ja. morgen, dass das dann abgefüllt wird. Bis das dann in Deutschland ankommt, das für ein Oktave, so ein kleines Fass, das hat sich komplett verändert. Es ist nicht möglich. So, und deswegen haben die gesagt, es ist immer anders. So, und von daher, das ist die Liste. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Das André kann ist auch ein Modell sein. ja, ist für einen unabhängigen Abfüller einer Größe von Duncan Taylor oder von Signatory Vintage, da, dieses Single Cast Business, das ist doch eine Katastrophe eigentlich, oder? Also Absolut. also das ist ja so ein kleinteiliger Prozess und dann wollen die Kunden das nicht mal blind kaufen, sondern die wollen dann nur noch probieren oder was? Dann denke ich mir, Ja. dann würde ich nicht, also ich sage es ironisch, ne? Da sage Ja, ich, ich ich sitze weiß, da ich weiß. sozusagen Ja. so auf Seite des Produzenten. Wir können einfach da ein Batch draus machen und dann ist das Zeug vom Hof und wir nehmen vielleicht 5 € weniger ein pro Flasche, aber haben halt wahrscheinlich 50% weniger Aufwand mit dem ganzen Kram. Etiketten, was da drauf gedruckt, tralala, den ganzen Abfüllstraße, Fässer irgendwo hin. Na, das ist ja ein Nightmare eigentlich vom Prozess im Vergleich zu dem. Ich muss da an Glenlivet denken, ne? Die haben schon vor 10 Jahren, hat da ein Single Cask von Glenlivet so ein 12-jähriges 200 € oder so gekostet, ne? Also Ja, diese also Glenlivet, die waren es immer sauteuer, die Single Casks, auch wenn das junge Dinger waren, hat keiner gekauft, weil gesagt, spinnen die oder was? Aber die haben gesagt, keiner rein. wenn wir hier wegen einem Fass die ganze Maschinerie anhalten müssen, dann Ja. kostet es halt so viel. Ja, also einer, das war jetzt nicht Deutschland, ein anderer Importeur, der hat mir mal erzählt, der wollte ihn Diageo pushen, ob er nicht in seinem Land ein bisschen mehr Johnnie Walker machen kann und sowas alles. Da, ne, würden sie ihm auch irgendwie entgegenkommen. Er hat gesagt, ja, macht mal eine Edition und schreibt da meinen Namen drauf oder unsere Stadt oder unser Land. Also, wie viel würdest du denn abnehmen? Ja. Was weiß ich, was er dann gesagt hat, vielleicht 500 oder 1000. Und die haben gesagt, ja, das produzieren die in einer Sekunde oder so von Johnnie Walker. Was stellst du dir vor, dass sie dafür die Maschine anhalten und da ein anderes Label einspannen? Vergiss es einfach so, ne? Ja, und gerade auch, ja, Balvini, oder Balvini vielleicht nicht so, aber das ist ja auch schon eine Riesenbrennerei. Das würde man gerne übersehen, aber wo wir bei Glenlivet waren oder meinetwegen auch Glenfiddich, bei solchen Riesenbrennereien, das ist einfach. Da muss die Apfelstraße, manchmal haben die mehrere Apfelstraßen, die müssen durchgehend laufen. Das ist getaktet. Da jetzt noch ein anderes Label einzuspannen für 1, 2, 3, 4, 5 Flaschen oder 1, 2, 3, 4, 500 Flaschen, also eher friert die Hölle zu. Und gerade so verwöhnt, wie die Whisky-Industrie teilweise ist, und das war jetzt lange so, ja, wir verkaufen sowieso alles, als würden wir noch irgendwas extra machen. Jetzt noch ein Small Batch, jetzt noch ein Single Cask. Wir verkaufen eh alles. Und wir kommen nicht mehr hinterher mit dem Abfüllen. Wir haben nicht genug teilweise. Das war jetzt lange Zeit, vor allem bei Corona, was oft der Fall. Und dann haben die halt gesagt, nee, wir würden uns ja selber aufhalten. So, wir sind ja noch nicht mal schnell genug, so schnell, wie wir gern wären. Und jetzt noch Spirenzchen reinzumachen, das ist bei vielen nicht passiert. Das ist auch vorher schon bei vielen nicht passiert.
Ist halt einfach gemütlicher. Ich Und das ist bei. weiß aber gar nicht, ich weiß gar nicht, André, wo das schlimmer ist, ob das für die Großen oder für die Kleinen schlimmer ist. Ich habe mir gerade in diesem wunderbaren Buch nachgeguckt. Da steht ihr mit 260.000 Liter drin, Kapazität, Ja. und Glenlivet mit 21 Millionen Liter. Ja, ich habe es mal Weil wir ausgerechnet gerade bei über 21, Kapazitäten, was über Glenlivet das. gehen. 21 Millionen Liter. Ja, was die in einem Jahr herstellen, wenn sie denn diese 21 Millionen Liter herstellen, dann ist das alles, was Etradower jemals produziert hat. Seit Das ist 1826 oder 78 oder wann es sie gibt. 25 inklusive Illicit Distilling 25. before. Ja. Inklusive, also das muss man sich vorstellen, das machen die in einem Jahr, Etradower ever. Und in dem Buch, was du gerade hattest, da habe ich gehört, da steht sogar mein Name irgendwo drin. Da wurde Okay, ich das habe ich. irgendwo. Ich habe nur so ein bisschen reingeblättert. Ich habe es ehrlicherweise nicht von vorne bis hinten gelesen, aber dafür ist es, glaube ich, auch nicht da. Aber Ja, Olli, welches Buch ist es denn? das ist das Malt Whisky Yearbook von 2024. The Facts, The People, damit bist wahrscheinlich du gemeint. The News and the Stories. Genau. So, da habe ich dem Autor ein bisschen geholfen, weil der hat hier angerufen und auch mit solchen hat man da mal Kontakt. Das ist natürlich auch schön. Und ja, dann tauscht man sich aus und gibt ein bisschen Info und dann hat er mich irgendwo bei Danksagungen tauche ich da irgendwo auf. Ich habe es selber noch nicht gesehen, leider. Wurde Schön. mir nur erzählt. Also So, Andrew aber. Symington taucht natürlich ganz in dem Artikel über die Distillerie auf. Ah. Also bis zu den Danksagungen, sorry, André, habe ich noch nicht gekriegt. Irgendwo hinten im Klappentext. Nee. Nee, Wenn ich aber es finde, mache ich einen Screenshot und schicke das nochmal rum. ich werde mir das schon früher oder später besorgen. Also da bin ich auch stolz drauf. Da kann ich gar nicht anders sagen. Also So, und wenn ich in der Danksagung drin wäre, würde ich das auch mir kaufen, glaube ich. Bin ich ja, bei nee, dir. aber dass solche Leute rufen halt auch zwischendurch mal. Ich hatte Ralfi am Telefon für diese Oswas. So, und Ja. dann auch Ralfi, der hat auch geschnackt, so, ja, hier ist Ralfi so und so, aber ne. Ist halt irgendein Ralfi, ich habe das auch erst gar nicht gerafft, dass er das ist. Okay, ja, aus was? Und so. Ich so, ich habe dem schon gar nicht mehr zugehört. Ich so, woher kenne ich diese Stimme? Woher kenne ich diese Stimme? Und irgendwann, ey, das ist der Ralfi. Richtig, Krass. richtig Groupie-mäßig, als ich aufgelegt habe, richtig schwitzige Hände gehabt. Und ich so, oh mein Gott, reiß dich mal ein bisschen zusammen. So, aber es war halt voll aufregend für mich. Ja. Welches auch mit dem Roy von Aquavite, mit dem halt auch für die Oswas da mal telefoniert. Wir haben hier letzt. 35th Anniversary gefeiert von Signatori, 35-jähriges Jubiläum. Ja. Da hast du hier am Tisch sitzen Andrew Symington mit Richard Patterson, mit Billy Walker, mit Leonard Russell von Ian McLeod. Ja, ne? So nach dem zweiten, dritten Drem werden die dann auch mal ein bisschen geschwätzig, dann setzt man sich mal ein bisschen dazu. Natürlich noch die ganzen Importeure von den ganzen Ländern und. Ja, das Gesellige Runde, würde ich sagen. ist Das ist schon gut. Was gibt es da groupie-mäßig zu drin. trinken? Ich meine, die Schotten gelten ja als geizig. Muss da jeder seinen einen Schnaps mitbringen? Oder Nee, das nicht. Also wir hatten gibt es einen russischen. siebenjährigen Mordlach, Very Cloudy oder sowas? Ja, genau. Ja, nee, also da hatten wir irgendeinen Newsletter gerade rausgeschickt, wo irgendwelche, ich glaube, da waren da waren diese Balechin 17-Jährigen da mit Madeira, ein Burgundy und ein Manzanilla, die hatten wir da offen stehen. Dann noch drei Symington's Choice. Das war ein Macallan, ein Glenkeith und was weiß ich, Nicht das glaube ich. Schlechteste. So, genau. Und dann halt noch Etradower Fassstärke. 12 Jahre war da gerade neu. Dann in der Etradower Pulle. Die Dinger hatten wir da stehen. Und ja, das war halt da in der Bar. Da ist alles. So, da kannst du reingreifen, wo du willst. Aber ja, war auch viel Wein dabei. Ah ja, die Herren sind dann auf der Weinseite, sehr gut. Nee, ist doch auch vernünftig. Und was gab's zu essen? Das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich nicht mehr. Bist zu spät gekommen. Nee, das nicht. Aber ich weiß es einfach nicht mehr. Keine Ja, ist Ahnung. gut. Aber. War nur ein Spaß. Nee, Nee, wir haben also. gegrillt draußen. Wir haben gegrillt draußen. Doch, ja, wir haben gegrillt. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Menschen, die sich einem Ding so hingeben, eben halt auch in anderen Bereichen eben auch auf Qualität stehen. Von daher wird es da mit Sicherheit guten Wein, gutes Wasser, gutes Fleisch, sonst was geben. Und dann bestellt man nicht beim Ja. Pizzadienst
Also 50 gerade Bekommst, da wenn dann lässt man sich, zu gerade da lässt 75 man, Jahre was kommt. da lässt man sich nicht lumpen, sagen wir es mal so, aber ja, in vielen anderen Dingen, keep it simple. Also ich brauche keinem erzählen, was ist denn bitte das Unchill-Filtered-Label? Also wenn wir jetzt da sagen, das ist halt einfach Papier und das ist nicht das Spannendste und das ist nicht das Schönste, aber es kommt da auf den Inhalt an und ja, also sage ich mal so, da kann man mal sehen, wie man an anderer Stelle tickt und sagt so, komm, da steht das Wichtigste drauf. Ende. Punkt. Ja, Reicht. du hast Ja, ja vorhin klar. gesagt, du hast ja vorhin gesagt, du stehst so auf dieses Marketing-Ding auch mit Hirschen und mit Mountains und den ganzen Kram. Wenn es Es einen Bezug Signature. hat zu Schottland und so Genau, nostalgischen, ja, genau. whiskybezogenen Also, Dingen. nee, Ja, wollte ich ja. sagen, weil Signature ist das ja gar nicht. Aber du für dich brauchst ja nicht, weil du lebst ja wahrscheinlich nicht weit weg von der Distillerie in einem entweder malerischen Örtchen Pittlochry oder irgendwo dann in der Nähe. Ich wohne Und gegenüber das. von der Brennerei. Also wer schon mal hier war, auf der einen Seite hast du die Brennereien, auf der anderen Okay. Seite, da hast du eine Brücke über den Fluss, da ist dann die Tasting Bar, wo man sich dann auch einen Kaffee holen kann, früher, wo es noch Touren gab. Und genau darüber wohne ich. Also ich Das wohne ist aber, quasi auf das dem. ist auch eine Herberge oder ein Hotel oder sowas, ne? Oder ist das Nee, nur eine nee. Bar? Nee, nee, nee. Das Okay. ist nur eine Bar. So, und das, also ich bin wirklich auf dem Brennereigelände gegenüber. Ich Und kann auch die über Fenster. einer Bar auch noch. Ja. Sehr Aber ich habe leider keinen unangenehm. Ich Schlüssel. finde ich find sehr unangenehm und es wär gar nichts für mich. Sehr gut. Und der Fluss ist der Edradour Burn, der fließt quasi sozusagen Genau. durch die Distillerie von über dieses längere Grundstück. Und ich habe bei Google Maps ein bisschen geguckt und ich habe gesehen, hast du so die Gebäude von Signature Vintage, das ist die Brennerei. Dann hast du zwei so länger gezogene Lagerhäuser, die so an diesem Fluss liegen, ne? Sind das auch eure kompletten Lagerhäuser von Signature Vintage und Edeldauer? Oder Ja, und wir haben ist es noch getrennt das, oder? nee, das querbeet gerade, was wo Platz ist. Also Ja, das okay. ist gemischt, da ist überall Edradour und auch alle anderen möglichen Brennereien. Und wir haben noch, also wir haben jetzt ein paar andere externe Warehouses leergeräumt, um ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aber wo ich hier angefangen habe, hatten wir noch in 50 anderen Warehäusern in Schottland Fässer legt von Signatory. In 50 anderen. 50 verschiedenen, ja. Also ein paar Okay. bei Glenlossie, ein paar bei Linkwood, ein paar bei, was weiß ich, teilweise sind das auch keine Brennereien. Das ist einfach nur ein Warehouse von Diageo. Da haben sie vielleicht auch ihre Apfelstraße für was weiß ich, welche Marken. Also es muss nicht immer zwingend an eine Brennerei angeschlossen sein. Es gibt viele Warehäuser, die tauchen eigentlich nirgendwo namentlich auf. Bei Fassstark gab es da mal einen sehr schönen Beitrag zu. Da hat der Eagle Eye da alles aufgezählt. Also da, ja. Damit haben wir Erinnere jetzt ich auch mich auch noch. täglich zu tun, wenn wir halt Fässer irgendwo abrufen und die hierher karren lassen. Ja. Ja, fährt da einer mit dem Transporter los und holt die Fässer oder wie funktioniert das? Ja, sind diese Carntine-LKWs, die sind Ja. ganz normale LKWs, halt Ja. mit einer festen Kiste hinten drauf, sage ich mal, und die haben so einen Hydraulikboden, will ich es mal nennen. Ja, dann den können die nach oben und nach unten fahren. Erst fahren die den nach unten, dann wird alles vollgelagert mit. Gestillt mit Fässern, dann fährt diese Ebene hoch und dann kannst du da drunter nochmal Ebene mit Fässern vollpacken. Ja, okay. Ja, 40 Watts, 80 Boxsets um den Dreh. Manche stellen sich da ein bisschen mehr an, manche ein bisschen weniger. Die wollen natürlich immer dazu drängen, dass man weniger nimmt, damit man Luft fährt und mehr Call-offs machen muss und mehr bezahlt insgesamt für die gleiche Menge an Fässern. Aber ja, das sind die ungefähren Mengen. Ja. Wenn man heutzutage von also Zufall oder fehlende Planung rechtfertigen will, sagt man immer, das ist historisch gewachsen. Das ist immer so ein schöner Managementbegriff für Dinge, die irgendwie einfach so wild gelaufen sind. 50 Lagerhäuser, das klingt nicht nach geplant. Und du hast ja auch gesagt, du Nein. räumst so ein bisschen auf gerade, ne? Ja, also Bist wenn du ich jetzt quasi sehe, wie sozusagen so ein bisschen noch der Peter Zwegert, der Edelbedauer Secondary Vintage? Läufst rum und guckst, ey, wir müssen hier irgendwie Struktur reinbringen, wir brauchen Transparenz, Übersicht, was ist wo. Also, Es war so wild, ich würde wo noch so ein ich. bisschen gern zu deiner Rolle kommen in diesem, also nicht zu deinen Aufgaben, sondern welchen Impact hast du für den Laden? Was ist, wo siehst du dein Moment da drin gerade? Boah, ist schwer zu sagen. Also, wo ich wirklich
Einfluss auf irgendwas habe, ist es tatsächlich, okay, wenn wir Fässer aus Spanien kriegen, oh, da brauchen wir dann, die brauchen wir dann für ältere Dauer natürlich. Und wenn wir dann mehr haben, was wollen wir dann umfüllen in Sherry von den Signature-Fässern? Das zum Beispiel. Und welche Abfüllung, wie soll die nächste Core Range aussehen nächstes Jahr? Solche Geschichten. Dann natürlich, was für Exklusivabfüllungen gibt man wohin und was ist fertig? So, aber ich muss ganz ehrlich sagen, im Großen und Ganzen ist es bei weitem nicht so viel wie bei Kirsch. So, weil einfach, weil ich diese ganzen Auflagen und Zoll, Steuern, Export, Kram und all so ein Kram, das hatte ich bei Kirsch alles nicht. Und das ist auch alles gar nicht mein Ding, um ehrlich zu sein. So, aber das muss man hier dann jetzt halt mitmachen. Weil du keinen hast, der das für dich macht. In der Struktur bei Kirsch hattest du halt Mitarbeiter, Kollegen, Ja, die haben genau. Backoffice, die haben den ganzen Kram gemacht. Und Genau, jetzt liegt es genau. halt bei dir. Genau. Und sage ich mal so, ich war nie selbstständig, ich war nie Geschäftsführer. Ja, dass die mich hier jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, auf den Chefsessel setzen, so ist es ja nicht, aber auf den Oberverwaltersessel, ich will es mal so nennen, da bin ich eigentlich die falsche Person für. Ganz, ganz ehrlich gesagt. Also da mache ich mir auch selber nichts vor. Und da wundert es mich auch nicht, wenn mir da irgendjemand irgendwann mal vor die Nase gesetzt wird. Das wundert mich keine Sekunde. Und da muss man halt wissen, was man können und was man nicht kann. Und da muss man auch wissen, was man will und was man nicht will. Und da kommen wir wieder bei Forcieren und sowas an. Also so mich so ausleben wie bei Kirsch funktioniert leider nicht. Aber das kommt natürlich auch mit dazu. Die anderen Brennereien geben alle keine Fässer mehr ab. Und aktuell haben die den Hahn komplett zugedreht für unabhängige Abfüller. Also da gibt es auch ein Für und Wider, aber ganz grob. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt mit Gordon McPhail, die haben auch schon gesagt, ja Leute, dann kaufen wir jetzt keine Fässer mehr ein, wir kriegen nichts mehr oder nur noch welche mit Fantasienamen oder viel zu teuer. Wisst ihr was, wir sind raus. So, und das haben wir jetzt nicht Vorerst, ja. kommuniziert. Ja, so, und das haben wir jetzt nicht kommuniziert, aber wir haben auch schon davor, haben wir auch schon lange keine Fässer mehr gekauft, weil es einfach viel zu teuer wurde und die gesagt haben, nein, also das wird jetzt absurd. So, und das. Wo soll ich hinfahren, um irgendwelche Fässer abzuholen? Wo soll ich hinfahren, um irgendwelche Deals zu machen? Und soll ich jetzt zu Artback fahren und fragen, guten Tag, wir sind Signature Vintage, wir hätten gern Fässer? Da sagen die auch, da ist die Tür. Aber Ne? diese ganzen Diageo-Brennereien, die produzieren noch volles Rohr und also es gibt ja noch unabhängige Abfüller, die jetzt erst auf den Markt gekommen sind, Ja, heißen das wie eine gibt's. bestimmte Fassart, die genau diese Bestände gerade kaufen und die rausbringen zu super fairen Preisen. Da Ja. gibt es ja also wirklich Es mit gibt. Alter, mit tollen Fässern etc. gerade Sachen, die da tatsächlich interessant sind und da weiß ich, dass die erst noch gar nicht so lange her gekauft wurden. Ja. Nö, ist ohne Frage so. Und es geht halt viel hin und her. Es geht über viele verschiedene Ecken. Viele kaufen oder nicht viele kaufen direkt bei Diageo. Diageo hat seine paar Abnehmer und dann haben Ja. die Broker, die dann viele Abnehmer haben. Ja. So, also die handeln ja nicht mit jedem einzelnen deutschen, englischen, schottischen unabhängigen Abfüller und sagen dann, ja, Ja. du kriegst drei Fässer und du kriegst sechs. So funktioniert natürlich nicht. Das sind dann irgendwelche anderen auch extern, die jetzt vielleicht auch nicht zu Diageo gehören. Die haben natürlich bei Diageo auch ihre Fassbeauftragten, Cask Trade Geschichten. So, aber es geht dann halt von zu. Und da kann man nie sagen, jetzt ein Gordon McPhail Signature, die kaufen jetzt New Mac ein. Die wollen New Mac. So, weil wir haben Linkwood 2013, 14, 15, 16, 17, sage ich jetzt Geht einfach rum. mal, wir wollen dann das nächste Jahr haben. So, aber die sind Ausrede uns gegenüber, warum es erstmal nichts mehr gibt. Wir haben zu wenig, wir haben zu viel verkauft. So, wir brauchen viel, wenn Indien aufmacht und. Das ist eigentlich immer das Totschlagargument, Indien. Ja. So, wir wissen selber nicht, wie viel wir brauchen, wenn die ihre Zölle senken. Und dann brauchen wir das halt für unsere Blends. Johnny Walker, it's all about Blends. So, das vergisst man auch immer als Whisky-Geek. Ja. Das um Single Malt geht es eigentlich wenig. So, und Daniel hat gesagt, wir wissen nicht, ach, Schlafenszeit. wir wissen nicht, wie es weitergeht und für die nächste, ja, for the foreseeable future, für die nächste Zeit, unabsehbare Zeit, wissen wir erstmal nicht, wann ihr wieder Fässer kriegt und danach auch nicht. So, das war das generelle Statement. Aber es kann natürlich auch nur eine Ausrede gewesen sein, weil sie uns nicht mehr unseren New Make geben wollen, sondern lieber
siebenjährige Fässer für viel Ja. mehr Geld an andere Broker verkaufen wollen. Was logisch ist, was Sinn macht. So, aber die Alteingesessenen, die haben halt auch noch viel Fässer, aber da gibt's, da will ich mit meinem Kanal als nächstes hin, das sagt man immer so, dann kommen halt genau solche Argumente, so, ja, das kann ja nicht sein, weil, so, aber es gibt halt Unterschiede und Ja. Zwischensteps und da gibt's halt ziemlich viele Variablen und ziemlich viele Möglichkeiten, was jetzt unabhängigen Abfüller von unabhängigen Abfüller komplett unterscheidet. So, das kann sein, wie viel Stock hast du eigentlich, wie viel Stock brauchst du, wie viel Finanzkraft ist hinter dir, wie viel Abnehmer hast du, was ist dein Ziel, wo willst du hin, hängt da noch was mit dran, wie bei uns jetzt Etradauer, das macht natürlich noch einen Unterschied. Verkaufst du selber weiter an andere Blender, an andere Broker, hast du selber eine Marke, wie so ein Port Escape, wie so ein Isla Storm, da ist jede Company unterschiedlich und da ist auch jede Brennerei unterschiedlich. Man kann nicht sagen, den Brennereien geht es so und so, weil dies und das. Ich kann jetzt nicht sagen, allen neuen Brennereien geht es jetzt schlecht, weil jetzt, was weiß ich, die Blase platzt oder so. Wenn die einen finanzstarken Investor am Rücken haben, dann ist denen das egal. Ja, dann verkaufen wir halt nicht mit drei oder vier oder da verkaufen wir halt ein wenig. So, dann warten wir halt ein bisschen länger. So, andere, die sind wirklich auf Kante genäht. Da sieht das wieder komplett anders aus. Und was ist neue Brennerei und was ist alte Brennerei? Wenn ich jetzt sage, Rosal ist eine neue Brennerei, ja, das spielt die Lage mehr oder weniger keine Rolle. So, Port Ellen ist auch eine neue Brennerei. So, also da ist es auch viel. Da sind auch, was weiß ich, manche sind in Händen von Geeks, manche sind in Händen von Leuten, die einfach nur geldlos werden wollen. Die haben ihre Mark gemacht, die wollen jetzt einfach irgendwo rein investieren und gemütlich irgendwie machen. Und dann gucken die, ja, was funktioniert. Ja, Whisky scheint ja ganz gut funktionieren. Ja, machen wir Brennerei. Wir sind ja in Schottland. Und dann ist das das Ziel. So, die kennen sich nicht aus, die haben noch nie was von Artback gehört. Die machen dann einfach wie so ein Investment, wie ein anderer vielleicht eine Bierbrennerei aufmacht. So, ich trinke ein Bier und darauf habe ich Lust. Ich brauche kein Geld mehr verdienen in diesem Leben, aber irgendwas will ich einfach tun. Dann mache ich eine Bierbrauerei. So, das ist genau das Gleiche. Das ist immer unterschiedlich. Aber das hast du ja überall, ne? Also in Deutschland gibt es ja gerade die große Sigma-Pleite, ne? Mit diesem Galeria Karstadt Kaufhof, tralala, diesem großen Immobilienkonzern, der sich für seine Geschäfte überall Milliarden eingesammelt hat, bei Versicherungen, also bei Krankenversicherungen, übrigens auch meiner eigenen Krankenversicherung, hat er irgendwie einen Milliardenkredit bekommen. Und warum? Weil die wussten nicht, wohin mit dem ganzen Scheißgeld. Und das war vor 3 Jahren halt einfach so. Und dann haben die ihm das halt irgendwie so gegeben, weil der hat von der Bank hat er nichts gekriegt, weil so viele Sicherheiten hat er leider nicht gehabt. Und dann haben versichert. Also deswegen, also verstehe ich total, dass das auch irgendwie Menschen da sind, die viel Geld irgendwie nicht wissen, wohin damit, das irgendwo hinbomben wollen, etc. Viel spannender ist ja aber sozusagen als diese Makrofrage, wenn man so runterdrillt, ne? Wie stellten sich der eine so auf? Und ihr habt. Um jetzt wieder zu dir zu kommen, zu Signatory, zu Edeldauer. Ihr habt die Kombination aus UA und OA. Ihr spielt auf beiden Bühnen, wenn auch auf einem kleinen Level. Ich weiß nicht, wie viel Fässer füllt ihr im Jahr? Wahrscheinlich 1000 Stück oder sowas, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung. Irgend Ja, sowas also wahrscheinlich, ne? mit beiden Brennereien zusammen jetzt ein bisschen über 1000. So, aber Ja. auf den einen Fässern steht halt Edradauer 1 und da wird am Anfang des Jahres Fass Nummer 1 ist Fass Nummer 1. So, und dann wird hochgezählt und nächstes Jahr beginnt es dann wieder von null. So, das, ja, da kommen dann, ja, ich würde sagen, pro Brennerei, wenn es jetzt wirklich nur Butts sind, ja, 600, 700 oder so pro Ja. Brennerei. Man liest immer, wenn man Beschreibungen von euch, also wenn man Flaschen in Online-Shops anklickt von Signatory, dann liest man immer irgendwie, die haben 20, eine Fasslage von 20.000 bis 40.000 Fässern. Ja, das ist vielleicht ein bisschen overrated, würde ich fast denken, aber. Ja, also sage ich, die hier liegen können, kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen. Aber ich kann sagen, dass es insgesamt mit beiden Unternehmen auf jeden Fall mehr Fässer sind. Das ist ja schon mal ein Wort. Ich meine, so, also da kann man ja sich entspannt zurücklehnen bei diesem ganzen Drama, was wir gerade besprochen haben, mit Unsicherheiten, mit dem ganzen Stress, kann man irgendwie sagen, sollte ich nur jetzt keinen Herzinfarkt kriegen morgen, weil dann ist doof, ne? Aber ansonsten Nein, nein. hab ich Gordon jetzt. McPhail hat auch gesagt, we have spirit for decades und wir haben auch spirit for decades. So, aber es ist halt der Ausblick und ja, es wird halt immer heiß umkämpfter. Die
Konkurrenz ist riesengroß durch neue Brennereien, durch eigene neue Brennereien, auch von Konzernen teilweise, durch immer mehr Blends, durch immer mehr unabhängige Abfüller, durch immer mehr andere Spirituosen, durch neue Trends wie Bottled oder Cocktails in Dosen oder alkoholfreie Sachen. Ich hatte jetzt gesehen, dass Mal ganz inklusive kurz, ich der. muss mal kurz Ja. einhaken jetzt. Damit konkurrierst du doch gar nicht, oder? Nein, nein, damit Nur, also konkurriert jetzt die meinetwegen ein Industrie vielleicht Nordlicht. in Summe, ne? Aber Ja. Edward Signatory konkurriert ja nicht mit Bottled Cocktails oder mit Glenfiddich Ja, 12. du verkaufst halt weniger, ne? Das merkst du Ja, halt aber schon. du bist doch in dem Reigen gar nicht drin. Bist Nee, du nicht also auf einer ganz anderen? ich wollte darauf hinaus, dass jetzt ein Mordlach vielleicht nichts mehr abgibt, weil die keine Konkurrenz auf dem Markt haben wollen. Die starten jetzt gerade ihren dritten Angriff mit der Premiumisierung, um das Hm. durchzusetzen. Oh ja, ich habe Und es schon gelesen. Ja. die werden das jetzt ein drittes Mal meiner Meinung nach gegen die Wand fahren, leider. Also ich gönne da Mordlach nichts Schlechtes, ich liebe Mordlach. So, aber die wollen den Stoff nicht mehr haben. Und wenn man jetzt so auf den Markt guckt, gibt es unabhängige Mordlachs, ja, gibt es genug. Zieh mal Signatory ab und guck, was überbleibt. Das ist bei anderen Brennereien auch so. So, und da wird Gronbeck Fairfield auch noch ein paar Fässer haben, ja. So, und da wird es auch noch hier und da ein paar alte Fässer geben. Aber wenn sowas auf dem Markt einfach mal ausstirbt und die Marke dann halt entsprechend groß wird, dann sehen wir das Gleiche wie bei McKellen. Da gibt es dann kein Single Cask mehr. Da gibt es dann keine Fassstärke mehr. Da gibt es dann nicht mehr mal ein experimentelles Fass. Teilweise gibt es da nicht mehr einfach eine reine Bourbon-Fass-Abfüllung für die Freunde davon. Das passiert dann halt alles nicht mehr. Und das ist halt das Risiko, was man irgendwo Gefahr läuft. Also ich gehe davon aus, dass es auch weiterhin unabhängige Abfüllungen geben wird, aber halt nicht mehr die Brennereien, die wir eigentlich meistens haben wollen mit den super klangvollen Namen, die gibt es ja schon nicht mehr. So, und jetzt werden auch noch weitere Brennereien da weggenommen. Das sieht man auch teilweise nicht, wenn man jetzt so auf den Markt guckt. Fässer, wo man jetzt denkt, so, okay, das ist jetzt sowieso nicht so interessant, aber es ist einfach unmöglich zu kriegen. Lass es ein Longmorn sein. Ist jetzt nicht der super klangvollste Name, aber das vergiss es, gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr für Habe unabhängige ich zum Glück Abfüller. noch ein paar gekauft zuletzt. Ja, ist eine super Brennerei. Ähm, Ja. wenn, wenn andere, also Mordlach wird jetzt wieder eine Kampagne starten, wo sie alle ihre Fässer wieder zurückkaufen wollen. Und da werden sie uns jetzt auch irgendwas verbieten. Und das ist unsere einzige Währung, die wir noch haben, wo wir Spirit kriegen können. Weil wir sagen, okay, die kommen dann mit einem großen Geldkoffer an, Mordlachfässer. Also ist jetzt nur ein Beispiel, ist jetzt aus der Luft gegriffen. Aber die sagen dann, komm jetzt her, hol den Geldkoffer raus und sagen wir, nee, Geld brauchen wir nicht. Wir brauchen Spirit. Gibt uns irgendwas anderes und nicht das, Altes wovon Zeug. wir. Muss nicht altes Zeug sein, kann auch junges Zeug sein, dann halt mehr, aber halt irgendwas, was wir nicht Okay. haben. Nicht noch mehr Inchgower und auch Reusk und irgendwas. Ja, da müssen wir dann irgendeinen Deal finden, irgendeinen Tausch. So, genauso kannst du ja auch, das gab es ja auch mit Gordon MacPhail und McKellen, wo McKellen die ganzen Bestände von Gordon MacPhail zurückgekauft hat. Das, ja. Die sollen nichts mehr haben, die sollen da nicht dann günstig rausbringen, die sollen da nicht konkurrieren, die wollen allein auf dem Markt sein und selbst ihre Preise bestimmen. Ja, ihr seid ja Ja. die Einzigen, die noch, also ich glaube mit Hunter Lang zusammen, die überhaupt noch Mordlach unabhängig abgefüllt in jungen Jahren rausbringt, ne? Also Kann mit sehr gut jüngerem sein. Alter. Also ihr habt Kann. die Very Cloudy, die mag ich total. 40%, 7 Jahre, so ganz leichter Rauch drin, finde ich super. Ja, Hunter Lang hat es auch so ein kommt. Ding, ist so, glaube ich, 10 oder sowas. Ja. Ja, aber sage ich mal so, wenn wir jetzt schon sehen, die machen jetzt den dritten Anlauf Premiumisierung. Ja. Es wäre ein Grund für uns, okay, wir nehmen die jetzt mal vom Markt, wenn das jetzt das neue McKellen von Diageo wird, ja, ne, dann lassen wir die einfach mal liegen und das Kapital wächst von alleine, ohne dass wir was machen. So, wenn wir schon wissen, dass das wird mit Druck forciert, dass diese Marke aufgebaut wird, ja. Weißt du, das Ja, aber Problem beim Mordlach ist ja, dass die Abfüllungen, die sie rausbringen, auch nicht liefern. Also der 16er, bei uns im Podcast einen Vergleich gemacht, den 16er Mordlach gegen den 15er Mordlach Gordon MacPhail, also die Distillery Edition, also diese Distillery Label Distillery Label. Abfüllung. Und der hat den halt mal in die Tasche gesteckt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, wir Ne? hatten auch vor kurzem, wer einen Mordlach-Fan ist, dann kann ich nur empfehlen, auch vor meiner Zeit hier Mordlach 2008 für den Whisky-Hort. Bombenabfüllung. Ist ein Bourbon-Cask, also wer unbedingt Cherry haben will, der ist da falsch, aber eine
Bombenabfüllung, Bourbon Barrel. Die gab es auch vorher, vergleichbare Fässer in der Vase, also in der Cask Strength Collection. Ah ja, die Die, waren großartig. genau, und die, das waren 2008er, und die Fassnummern sind alle mit 800 und dann, was weiß ich, 1, 2, 3 gewesen. Das war Aber die so gibt es ein doch Glück. wahrscheinlich alle nicht mehr. Zwei Achter, oder? Guck mal, Ja, zieht der kann. Tim einfach sich aus der Hosentasche raus Sind hier. das Bourbon Barrels oder sind das Hogsheads? Das ist der große Unterschied. Die Bourbon Barrels sind göttlich. Die Hogsheads sind leider nur sehr gut. Haha, bisschen Werbung muss sein. Ach, schade. Aber das ist der 15, ist das der, stimmt, der 15-Jährige, ne? Okay, davon habe ich auch einen. Ja. Also das ist nochmal ein Ja, Unterschied. Aber okay. diese Bourbon Barrels, die dann, wie gesagt, mit der Fassnummer 800 und dann 1, 2, 3 irgendwie da. Das sind so eine göttlichen Fässer. Viel besser geht es aus meiner Sicht nicht in dem Alter für Mordlach, für Bourbon Cask. Also das ist wieder so Du eine sagst, Whisky Sache. hat da ganz, hat die guten abgekriegt. Die haben davon eine Exklusivabfüllung genommen. Also hier, Leute, hört mal zu. Wenn ihr in Whisky Hort guckt, dann vielleicht habt Ja, ihr. Ja, ich absolut. tippe Wer schon. Mordlach lebt, das Nein. ist einfach geile Zum Glück kommt die Nachfüllung. Folge später. Der Tim und ich können uns noch mal in den Schrank vorstellen. Nee, wir sind ja auch Mordlach-Fans. Es gibt so ein paar Destillerien. Klar, Springbank, muss man nicht drüber reden, ne? Aber Ben Nevis, Glenfarclas, Mordlach. Was Die habe ich noch üblichen vergessen? Verdächtigen eigentlich. Kleinlich hast du vergessen. Kleinlisch. Da müssen wir noch mal reden, André. Wir brauchen Ich habe nächstes keine Jahr, Erklärung für den Preis. wir brauchen nächstes Jahr für unseren Podcast, für einen sechsjährigen Jubiläum, brauchen wir einen sechsjährigen Kleinlisch von dir. Mit 40% abgefüllt als Very Cloudy Edition, aber dann eben so für 35 Euro oder sowas. Also Endverbraucherpreis. Das ist ja eine gute Idee. Entwarnung geben, die Fässer hat Signatori nicht und die Fässer wird Signatori auch nicht kriegen, aller Voraussicht Ja, nach. wissen wir, ja. Also, es war mir ein Spaß. Leider, leider. Also da kann man auch, Kleinisch ist auch ein super Beispiel, da gab es jetzt auch immer noch mal wieder Abfüllung, nimm mal Signatori vom Markt und wo gab es noch unabhängig Kleinisch? Single Malt of Kaum, Scotland. kaum, ja. Das war dann vielleicht mal irgendwie ein Fass. Aber das Ja. sage ich mal, wenn man da Signatory abzieht, dann sind das, was in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen ist, ist, ja, also da hat Signatory wahrscheinlich 90% von rausgebracht. Lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, aber da gab es eine Viel auf Zeit jeden lang Fall, ja. immer die 95er, 96er Abfüllung. Das war eine ganze Zeit lang. Und ansonsten war nicht viel. Also ich denke mal, das ist so. Und das ist auch so eine Brennerei, die nach und nach jetzt verschwunden ist oder jetzt, wo Signatori den 95er, 96er nicht mehr durchgehend angeboten hat, die Dinger verschwinden jetzt. Da habe ich So, nochmal eine da Frage wird. an dich. Es Ja. sind immer wieder mal so Secret Highland Malls rausgekommen, wo dann in Klammern Kleinlisch hinterstand vom Abfüller, so unter der Hand in der E-Mail. Das ist ein Kleinlisch. Ja, es ist Ich wollte schwierig. nur an Wie? die Also, Lowest Bucks schreiben. ich Ich kann mir meine, schon also vorstellen. ich will jetzt nicht, dass du hier mit Blut schwörst, wie das ist, sondern Ja. einfach nur so, ist das sozusagen, dass die sagen, ja, wir wissen, die kommen aus der Destillerie, die Fässer, die sind eigentlich für Blends gewesen. Über Umwegen sind die irgendwie zu uns gekommen, deswegen Kann können sehr gut wir. sein. Kann sehr gut sein. So? Das kann auch mal ein Dankeschön Okay. sein. Und wenn ich jetzt auch immer sage, solche Fässer gibt es nicht mehr, solche Fässer gibt es nicht mehr für unabhängige Abfüller. Es passiert immer mal wieder. Und mal kriegt man ein Dankeschön. Mal kriegt man auch vom Broker ein Angebot. Du, ich habe hier was. Und was weiß ich. Also, es ist halt nicht viel. Ich habe mir letztens einen Talisker mit Namensrechten von Douglas Lang gekauft. 12 Jahre. Ich so, geil, ein Talisker. Ein echter Talisker. Also, eigentlich nicht echt, aber sage ich mal so: der Stoff mal nicht gefärbt, mal nicht kühl gefiltert, mal so richtig ein realer Talisker. Ich so, ist mir eigentlich egal. Nehme ich Na plus mit. eins wahrscheinlich, also hell, ne? Habe ich, nein, privat gekauft, eine Flasche. Ich meine, also die es war nicht kein hartes Fass drin, sondern relativ wenig Reifung, wenig Fasseinfluss wahrscheinlich. Ja, es geht, es geht, es geht. Also war jetzt nicht Körbefass, blass, Standard. war jetzt auch nicht, ja, Bourbonfass auf jeden Fall, ja. Naja, und da musste ich dann auch zugreifen. Und da sieht man auch, dass es jetzt einen 12-jährigen Talisker auch mal bei Douglas Lang gibt. Also da haben die Abfüller ihre Schätze noch hier und da liegen, aber es sind bei weitem keine Massen. Also das würde, wie lange würde, hätte Signatory jetzt ein paar Fässer, Talisker, wie lange würden die auf dem Markt überleben, wenn wir die in die Core Range aufnehmen würden?
die werden ratzfatz weg. So, und die meisten werden sagen, wenn ich jetzt so ein Fass hab, ja, den fülle ich mit 30 ab. Ich wäre doof. Wäre schön doof, irgendwas anderes da Aber zu machen. zumindest nicht mit 10. Douglas Zumindest Lang nicht hatte mit da ja 10. tatsächlich einige, ne? Von Ja, diesen also ich Sitz. weiß nicht, ich habe den jetzt im Laden gesehen und hat mich auch gewundert. Ich habe auch gedacht so, boah, ja, gönne ich den aber, Glückspilze, weil dann kann ich es halt auch kaufen. Ja, also es geht So. los mit 8 Jahre, 9 Jahre, 10 Jahre, 11 Jahre und jetzt dieses Jahr 12 Jahre. Die Ja, letzten ja. Jahre immer. So Doppelt. 6-Jährigen gibt es, glaube ich, auch. 2014 kam der raus. Ja. Die hatten da einiges. Da haben die wahrscheinlich echt mal einen guten Deal bekommen irgendwann, ne? Wahrscheinlich, ja. Da kann es auch sein, dass die von irgendeiner Brennerei Fässer hatten. Vielleicht hatten sie Lagavulin-Fässer und die haben gesagt, wir wollen die Fässer ums Verrecken zurückhaben. Was können wir euch geben? So, und bei solchen Dingern. Oder die hatten alten Talisker. Was weiß ich, die Dinger, die wir jetzt, das ist ja jetzt irgendwie nicht so ein 47-Jähriger rausgekommen oder so vor kurzem, so ein alter Talisker. Der muss ja nicht immer da gelegen haben. Und dann kann es auch sein, dass Douglas Lang den abgegeben hat und dass sie ja gesagt haben, ja, was können wir euch dafür geben? Hätten wir gerne. Ja. Bei uns ist jetzt letzt auch, also was heißt letzt, vor einem halben Jahr auch eine sehr große Brennerei angekommen, von der wir sehr alte Fässer haben. Und die haben ihre Fässer haben wollen, mit aller Mühe und ja, mit sehr starkem Willen. Und die haben sie letzten Endes auch gekriegt, aber wir haben ihnen das Leben nicht leicht gemacht. Dafür haben wir auch was anderes zurückgekriegt. Und da sagen wir auch, ja, gibt uns was, was wir nicht haben. Gibt uns was Aber Besonderes. sitzt Ja. du da dann am Verhandlungstisch? Nein. 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 Gar nicht. So, also der Deal war auch, bevor ich hier war. Und danach gab es nicht mehr so einen Deal. Aber ich wüsste nicht. Vielleicht würde mich ja nur mal fragen, was hältst du von dem Deal? Aber er kennt das Business. Was soll er mich fragen? So, also Ja. das, da weiß er es selber. Ne, so, also da glaube ich nicht so. Nee, aber das sowas passiert. Und da sagen wir dann auch zu dieser Brennerei, ja, von eurem Konzern, da haben wir was. Da sind wir jetzt nicht so scharf drauf oder von der und der einen Brennerei vielleicht. So, da wissen wir aber, wir kriegen nichts. Und da hat dieser Konzern von einem anderen Konzern Fässer, die er uns geben kann. Weil würde er uns jetzt wieder Fässer von seinem Konzern geben, dann hat er das Spiel ja in 30 Jahren wieder, dass er die wieder hat. Deswegen haben irgendwelche, ich sage jetzt einfach mal, Pernod Ricards haben dann Fässer von irgendwelchen Distels und Diageos, damit sie die als Ja. Tauschware weggeben müssen, damit sie nicht in 30 Jahren das gleiche Problem haben. So, also das ist verrückt teilweise. Das ist ja ein Gemauschel. Kein Wunder, dass es so viele Lagerhäuser gibt. Na, okay, Risikodiversifizierung, aber auch so, dass dann jeder überall was liegen hat, ne? Ja, wenn wir jetzt auch bei Diageo was kaufen, dann ja, wissen wir auch nicht. Wir kaufen fast nochmal 50 Stück in der Reihe oder was weiß ich. So, und die können dann bei Glenlossie liegen, die können dann bei Blair Essel liegen, die können dann bei Linkwood liegen, die können überall sein. Weil Und die die halt bleiben dann diese. auch für diese Zeit dort liegen, bis ihr die abruft. Ja, genau. Und da wir, ja, was sollen wir die mit als New Mac abrufen? Brauchen wir nicht. So, die lassen wir da 8 Jahre liegen, 10 Jahre liegen, was auch immer. Und dann irgendwann rufen wir die mal ab, wenn wir sie halt brauchen. Ja. Aber ihr liefert da jetzt keine Fässer hin, das sind dann auch Fässer quasi von dort, ASBs einfach, wo es reinkommt. Ja, so, also so ist das bei uns, weil wir keinen Tanker entladen könnten. Viele andere würden vielleicht auch einen Tanker kaufen, den sie dann, der dann irgendwann ankommt und so, aber so eine Möglichkeiten haben wir nicht. Deswegen kriegen wir Fässer. Okay. Jo, ist ja aber auch attraktiv. Ich meine, spart euch ja viel Infrastruktur, Lager etc. Ja, es kommt immer drauf an. Manche sagen, ja, unsere Fässer kriegt ihr nicht oder die sind besonders teuer. Oder manche sagen auch, wir machen nur Tanker, dann müssen wir den Tanker beliefern, beladen lassen. Der muss dann zu einer befreundeten Brennerei fahren, die dann so einen Tanker entladen können. Dann sagen die, ja, dann müsst ihr aber unsere Fässer nehmen oder wir müssen da Fässer hinschicken. Dann werden die da umgefüllt und dann entweder da eingelagert und noch später dann wieder hierher gekarrt oder die bringen dann die Fässer. Also manchmal hast du Querelen, manchmal hast du Glück. Es kommt immer drauf an. Das heißt, du musst ja im Endeffekt, um in deinen Job dort jetzt reinzukommen, erstmal das ganze Spiel erlernen. Ja, und da lerne ich jeden Tag was Neues und genau das bringe ich in meinen Videos. Ja, aber Und das da ist mache ja ich mir wirklich so. Da keine gibt. Sorgen für Content. Da kriege ich 5 Mails am Tag, da kann ich 5 neue Themen machen, von denen ich vorher auch noch nichts wusste. Und da ist es ja auch gerade kein Wunder, dass du dich gerade so fühlst, als wärst du quasi so ein bisschen fehl am Platz oder dass es dir so ein bisschen über den Kopf wächst. Also, weil das Ich ist ja wusste, ja klar. so So, viel, und. was quasi, wie Olli vorhin gesagt hat, historisch gewachsen ist, wo dann, wo man erstmal dahinter blicken muss, um das Ja, Game erstmal mitzubekommen. Ist ja ich verrückt. hatte eine Anlernphase, also wir sind jetzt zu zweit im Büro, wie gesagt. Ja. So,
Ich bin der Ältere im Büro, also der länger da ist. So, meine Kollegin, die ist einen Monat oder so nach mir angefangen. Ich habe eine Anlernphase oder wir beide haben eine Anlernphase von 3 Monaten gehabt. Dann sind die beiden, die vorher im Office waren, sind ja in Rente gegangen. Oder Barcelona? Nee, war es Real Madrid? Ich weiß nicht mehr. Der war in der Bottlingmall. Achso. So, das war ein anderer. Nee, die waren halt jetzt tatsächlich schon alt, die sind dann in Rente gegangen. So, aber wir hatten 3 Monate. Was lernst du in 3 Monaten? Nicht Also, so das ist viel. ins Machst du kalte Wasser alles geworfen. wahrscheinlich ein, zwei Mal durch, ne? Ja, also stellt euch vor, ihr werdet bei euch so, auf einmal seid ihr die Einzigen, die überhaupt irgendwas machen. Kennst dich mit Steuern aus? Nö. Ich kann es ja darauf herunterbrechen. Ich nehme ja alles an, wie was funktioniert, wie ich es in Deutschland kenne. So, aber ich habe ja Ja. selbst in Deutschland nichts mit Steuern zu tun gehabt. Ja. So, und wird schon passen, ne? Einer geht in den Knast irgendwann. Weil ich kenne nicht mal die normalen Gesetze. Also die können ja abweichen. Ich gehe einfach von dem aus, dass die Gesetze einfach hier in UK die gleichen sind wie in Deutschland. Aber weiß ich das? Handelsgesetze, Steuergesetze, irgendwas? Hygieneauflagen, Zoll, Alkoholsteuer. Verrückt. Ja, Zum das Glück habe gibt ich es nicht im. YouTube wahrscheinlich. Ja, nee, aber da wird man dann ins kalte Wasser reingeworfen und irgendwie hat es funktioniert. Natürlich, ich muss auch zugeben, natürlich hatte ich auch hier die Hosen voll, aber gestrichen. So, ich habe gesagt, ich würde, dann scheitere ich meinetwegen, dann habe ich aber den Einblick gehabt und auch da, wie gesagt, vorhin schon, ich hätte es mir niemals verziehen, hätte ich Nein gesagt. Ja. So, dann lieber hinfahren, scheitern, schön alles mitgenommen und dann halt wieder nach Hause. Dann ist es so. Dann ist es so. Aber du bist noch da. Noch ja. Das Noch. klang jetzt aber ein bisschen. Nein, ich meine es ganz positiv. Also ich meine, es ist ja klar. Also ich habe ja vorhin schon am Anfang gesagt, im Vorgespräch, ich arbeite im amerikanischen Konzern. Da ist oft so, da hört jemand auf und dann ist die Stelle 3 Monate unbesetzt und bis man dann jemanden neuen hat und der muss dann alles wieder ganz von vorne. Aber du hast natürlich eine Infrastruktur rundherum in so einem Konzern, wo du halt sozusagen nicht Ja. um solche Side-Dinge nicht kümmern kann, musst, sondern die irgendwie rausgeben kannst, ne? Was natürlich in einem Drei-Mann-Office oder Zwei-Mann-Office gar nicht geht, weil, ne, wenn Wir sind beide neu. was liegen bleibt, bleibt wegen dir oder wegen deiner Kollegen liegen. Und da kann man nicht Genau. sagen, das war die Marketingabteilung oder das war hier, weißt du, der Genau. Innendienst oder irgendwer, ne? Das Ja. funktioniert da halt nicht, ne? Nee. Deswegen, Fingerpointing geht da nicht und da muss man die Sachen halt lösen. Und aber das ist auch, wie gesagt, ja, wahrscheinlich sehr erfüllend, wenn du dann weißt, hey, Boah, es du kommt drauf regelst die an. Dinge, du Also, machst das alles und so. Ich ja. bin, ich, also ich persönlich bin zero ein Paperwork-Typ so. Ich habe da, also habe auf sowas überhaupt null Bock, Ja, ne? willkommen im Club. Aber manchmal muss man halt auch irgendwie da rein und das ist dann Ja. halt so. Und dann ist aber auch okay, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich mal was gelernt, jetzt weiß ich, wie es funktioniert, jetzt kann ich das mal irgendwie anwenden. Und wenn das in 3 Jahren oder in 3 Monaten oder in 4 Wochen nochmal kommt, dann habe ich zumindest, muss ich nicht jetzt alles wieder von vorne, sondern dann habe ich was für mich gemacht, so, ne? Ist auch wieder gut. Ja. Ja, das ist manchmal ganz lustig so. Also wie gesagt, was ich damit eigentlich nur ausdrücken wollte, dass wir beide neu sind, wir haben keinen da, den wir fragen können. Also Du bist auf wenn jeden du, Fall, um ja. sozusagen deine Rolle nochmal sozusagen, du bist nicht leider, was du gern wärst, nicht nur der Abfüllungen plant, im Warehouse rumläuft, rumschnüffelt, in Fässer reinguckt, sondern du musst auch Das ist einfach alles. die Das ist harte, einfach alles. fiese Paperwork-Mühle mit E-Mails bearbeiten und den ganzen Kram machen, ja. Ja. Es ist einfach alles. Es ist einfach alles. Wäre aber auch zu schön gewesen, wenn nicht, oder? Du, ich hoffe, die Zeiten ändern sich. Ich hoffe, wir kriegen vielleicht irgendjemanden und dann bin ich der Erste, der auch sagen würde, du, wenn ich den Job machen kann, den ich am liebsten machen würde, dann gebe ich gerne Kompetenz und Verantwortung ab, einfach um das zu machen, was ich machen will. Red mit deinem Chef, ihr braucht so einen Innendienst, der da. Ja. Ich würde Ja. nichts lieber machen, als jetzt mal, was weiß ich, zu irgendwelchen neuen Brennereien zu fahren. Wie sieht's aus? Habt ihr nicht mal Lust bei Signatori, Abfüllung? Weil ich denke mal, für viele, die ganz neuen Brennereien, auch in Deutschland, die Leute, die haben da komplett den Überblick verloren. Viele, nicht alle, viele. So, was ist ein Loch Lee? Was ist das denn? Wird jetzt mal ein Loch Lee im Signatori-Dekanter kommen? Ich glaube, in vielerlei Augen von Genießern würde das zeigen, okay,
Okay, das zeigt schon irgendwie was. Das sagt schon Ja, irgendwie was. klar. Das. Ja, die haben da eine Erwartung dran und das ist Genau, wahrscheinlich gar genau. nicht so übel, wenn Wenn so, der also ich sieben jetzt. oder wenn der 7 oder 8 wäre und ein Ja, schönes können Fass Sie was? gesehen Mal jetzt hätte, auf einkaufen, jeden ne? Fall. So, also ich würde denen das auch anraten, aber die meisten neuen Brennereien geben halt nichts ab. So, und ich kann es auch verstehen, die wollen den Stock behalten. So, aber wie gesagt, jetzt ist vielleicht gerade die Chance, wenn jetzt alles gerade so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so einfach wird. Das ist vielleicht die Chance, da dann mal anzuklopfen. Leute, wie geht's euch? Ne? Wir könnten euch vielleicht Ja. helfen, wenn ihr uns helft. So, da hätte ich natürlich mega Bock drauf. Darüber haben wir noch Das gar nicht glaube ich. gesprochen, über dein Video, die Blase, ist die Blase schon geplatzt? Wie heißt das? Die Blase ist schon geplatzt oder so? Ja. Eine Warum die Blase Zuschauer schon geplatzt ist, habe ich, glaube ich, oder mal. so? Ich weiß gar nicht, ob man von einer Blase sprechen kann, aber ich finde das Video auf jeden Fall ziemlich gut und die Analyse total stark. Und dein Ausweg ist quasi, wo du sagst, das ist der Ausweg für alle, dass man sozusagen versucht, sich andere Dinge auszudenken, um diesen günstigeren Markt, der momentan der einzige ist, der viel verkauft, irgendwie bedienen zu können. Und da bist du dann auf eure High Proof oder 50 Proof 100 Proof. Proof Range gekommen. Ich hab aus Spaß mal geguckt, ne? Douglas Lang hat sozusagen eine Single Cask Regional Malts Serie jetzt rausgebracht für irgendwie 36 € oder irgendwas pro Flasche. Also wurde sozusagen in dem Douglas Lang Single Cask Design nicht die Original Malts Design, sondern Ja. normal Design immer eine Abfüllung kriegst, Secret, aber halt Regional für 35 oder 37 € oder irgendwas. Auch so mit 48% oder irgendwas. Mary McDavid mit dieser Reihe und so. Irgendwie haben sie jetzt alle was am Start, was man ich sag jetzt mal, in diesem Vergleich, Glenfiddich 12, irgendwie damit, also zumindest preislich in dieses Preisband mit reingedrückt bekommt. Ja, Ne? das haben viele erkannt und deswegen kommt da jetzt auch viel auf den Markt. Aber das ist jetzt halt die Sache. Wenn es das Einzige, was es geht, wenn jetzt auch diese Löcher von allen möglichen gestopft werden, dann neutralisiert sich das Ganze wieder und dann funktioniert auch das halt nicht mehr. Zumindest nicht wie gedacht und nicht für immer. Und dann müssen wir sehen, was passiert, weil dann ist der Markt wirklich voll. Und da werden jetzt auch einige Händler werden sagen, ja, wenn ich voll stehe und keinen Cashflow habe und nichts reinkriege gerade, dann kann ich euren Kram auch nicht kaufen. Ist schön, aber hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Manche werden sich dann reinstellen und werden sagen, ja, ist schön, schauen wir mal, was passiert. So, dass es sich dann wirklich verkauft, dass es funktioniert. Dass, wenn der Markt dann erstmal auch damit geflutet ist und das aus allen Richtungen kommt, dann ist das auch nicht mehr die Allheillösung. Wollen wir mal gucken. Also es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr spannend. Aber sage ich mal so, dass der deutsche Markt mittlerweile die Leute. Die können in den Auktionen billiger kaufen als beim Händler. Die können beim Holländer kaufen, Bei günstiger kaufen. vielen Situationen ist das so, das Ja, stimmt. so. Und ich will jetzt keinem Händler was Übles, aber mich würde es nicht wundern, wenn nach den letzten 3 Monaten, wenn viele Händler auch ihre Standards, ihre Ladenhüter einfach mal in die Auktion reingeschoben haben. Besser Cash haben. So, dann bin ich dir auch irgendwann mal los. Und ich weiß nicht, ob man auf den Auktionsseiten auch sehen kann, wie viele Flaschen die jetzt meinetwegen von Talisker 10 haben. Kann man das da sehen? Weil das war ja natürlich auch ein Grund, warum es so viel gibt und warum die so günstig rausgehen, weil da halt die Leute auf zig verschiedene Flaschen bieten. Also ich Ja, weiß es nicht genau, ich stecke da nicht drin. also den Talisker 10, den verkauft gerade mein Lidl hier. Weißt du? Das ist auch schon, Also original, ja. jetzt, also jetzt kann ich nicht rübergehen, weil es nach 21 Uhr, wo wir Ja, aufnehmen, aber ich kann morgen das. früh um 7 rübergehen und ich kann Talisker 10 kaufen. Ja, Ja, was sagt uns das? Was sagt uns ich kann aber das? Feldi 12 kaufen dann morgen und einen Singleton 12 und dieses. Also irgend so eine, das ist so ein Mix aus, ich weiß gar nicht, das ist ganz komisch, das Diageo, Ja. Pernod Ricard, das ist irgend so ein komisches Display, da steht Rum drin und Smirnoff irgendwas und da steht als Edel Whisky für weit unter 30 € stehen da halt ein Single. 29,95. Ja, Ja, sowas. also ich sag mal, das ist aber schlimm. Was sagt uns das? Was sagt uns das, dass die ihre Dinger da reinramschen im Aldi? Was sag ich mal so, man ist jetzt natürlich wieder fies ausgedrückt. Lidl, nicht Aldi. Ja, ist Discounter. Ist Discounter. So, und sagen wir jetzt, Meine das läuft Nachbarschaft, ja. deswegen, ich wohne neben dem Lidl, deswegen bin ich immer. Dann kann man jetzt wieder sagen, da
Beim nächsten Mal, das ist jetzt der Talisker, da bildet sich jetzt der Spitzname, gibt wieder Lidl-Brühe. Ja, und dann hat der Talisker den Spitznamen weg. Die wollen den als Premium ja, positionieren und schieben den beim Discounter rein. Also, dass das nicht funktioniert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das deren Ziel war. So, das Gleiche mit Diensten gab es jetzt vor kurzem auch beim Aldi oder Lidl. Aldi, Diensten Virgin Oak Im Aldi, ja. Also, sag ich mal so, was die mit mit ihrer. Tumbler für 26 Euro. Ja, also Das ist eigentlich gar nicht so billig, weil der kostet ja sonst nur 25, 24 Euro. Aber das Signal ist, glaube ich, also die wollten halt Volumen machen, ne, mit dem ja, Ding. müssen Sie Quartalszahlen aufhübschen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also Sie können es nicht freiwillig da, ja, oh, das ist eine super Idee, dass wir uns jetzt da positionieren und dass jeder sieht, ist toxisch aus meiner Sicht. Wäre Ja, du brauchst ja wahrscheinlich nur mal. sinnvoller gewesen zu sagen, wir bringen ein Glenmogel raus, Distilled at Diensten, hinten auf der Flasche drauf. Wie den Mit, Kirkhoven. geil, mit 46%, also wo auf der Flasche geile Sachen draufstehen, wo sich alle freuen, dass durch die Kanäle durchgeht, wo alle sagen, hey, verrückt, vielleicht sogar noch mit einem Portfinish oder sowas. Ich bin jetzt mal komplett rum, ne? Aber Ja. mit 40 oder mit 43%. Und dann hätte man das Ding irgendwie vertickt und hätte sich die Destillerien gefallen getan, hätte sich Aldi gefallen getan, hätte sich allen gefallen getan. Weil so kannibalisiert das nur, also in dem Preisgefüge, wo das ist, Absolut. Whisky.de, die ganzen Shops, die das alle drin haben, denke ich. Und ich kenne das selber von Kirsch. Die Leute, die Händler sind satt, dass die ganzen Dinger bei Real stehen, beim Globus stehen Ja. und solche Geschichten. Und die, manche sind so rigoros, die sagen, ich kann nicht gegen ankämpfen, ich schmeiß die aus dem Regal. Kann ich mir lieber irgendwas anderes hinstellen. So, und das nehmen die alle in Kauf. Und jetzt nimmt Distel oder jetzt Diensten, nimmt jetzt in Kauf, dass da jetzt auch einige Händler das sehen und sagen werden, nö, der fliegt jetzt auch aus meinem Sortiment raus. Schade, aber da stelle ich mir irgendwas anderes hin, wo ich mit dem Preis konkurrieren kann, was es nicht beim Aldi, nicht beim Lidl und nicht beim Rewe gibt. Es gibt ja noch ein paar Abfüllungen, auch das kann man nicht verallgemeinern. Dann kann man auch sagen, ja, Lagavulin in 16 stelle ich mir nicht mehr rein. Also ein Whisky-Shop ohne Lagavulin in 16. Fragwürdig, weiß ich nicht, aber ich kann es auch da verstehen, wenn manche sagen, weißt du was, den stelle ich mir nicht mehr rein. Kann ich nicht schlagen, die Preise. Naja, wollte gerade sagen, als Fachhändler müsstest du den wahrscheinlich für 90 Euro reinstellen. Und das ist ja jenseits von dem, was auch viele bezahlen würden, wahrscheinlich für Lagavulin 16. Das ist, glaube ich, erstens schwierig. Aber nochmal ganz kurz zu der Sache mit Talisker 10 Diensten bei Discountern. Ich glaube, dass diese Standardprodukte und diese Einstiegsrange, die zwar ein Alter hat, aber wirklich auch preislich noch entspannt ist, für die Firmen tatsächlich nur auf Masse ausgelegt ist und dass das immer so Substitute eben sind für diese bekannten älteren Sachen. Sei es jetzt bei Ja. Talisker, vielleicht ein 18-Jähriger oder noch älter, aber auch ist ja auch bei Diensten so, dass die auch alte Produkte 18-jährig und älter im super High-Premium-Bereich und so weiter haben. Ja, also Diensten sagen ist ja das. fein, aber warum steht der Zehner da? Ne? Warum steht da nicht der Genau das ist die Sky Sache. oder Gen der weil du dir irgend? den leisten kannst. Weißt genau du? das ist mein Punkt, weil eigentlich, ich weiß noch, wo der Sky neu war. Lass Ah das ja. jetzt 10 Jahre her sein. Ja. Da haben sie gesagt, den gibt es jetzt nur, weil wir den Zehner nicht mehr bedienen können in der Masse, wie er nachgefragt wird. Der fliegt jetzt raus aus dem Supermarkt und aus dem Globus und aus dem Real. Dafür haben wir jetzt den Sky. Und der Zehner bleibt für den Fachhandel. Das war die Aussage. Und jetzt geht nicht der Sky zu Aldi, sondern der Zehner. Das ist, ja, das Kann man macht nicht einfach ganz keinen Sinn. nachvollziehen, da hast du recht. Ich finde es immer nur witzig, wenn du auf Instagram Diageo folgst, siehst du die Quartalszahlen in regelmäßigen Abständen, die immer nur weiter nach oben zeigen und wie die verschiedenen Marken werden dann tatsächlich beleuchtet. Also da geht es dann nicht nach Whisky-Umsatz, da geht es dann tatsächlich nach Talisker-Umsatz, da geht es dann nach Blended-Umsatz, wo du dann im Endeffekt dann den Johnny drin hast und so weiter. Und es zeigt seit, keine Ahnung, ich verfolge das jetzt seit anderthalb, 2 Jahren, es geht nur nach oben. Ja, Ja, und klar. das ist dann halt tatsächlich einfach, wenn du durch deine Aktionäre getrieben bist,
Vielleicht hat Wird. Talisker, vielleicht hat Douglas Lang da die Talisker-Fässer her. Die Zahlen gehen nach oben. Okay, wir können noch ein paar Fässer loswerden, komplett. Noch kurz vor Weihnachten. Ja, Ja. aber wie gesagt, bei Douglas Lang, das geht schon länger. Also, wenn du es verfolgst, also ich habe gerade das Älteste, was ich gesehen habe, war seit 2014, da gab es einen Sechsjährigen schon. Und das gibt es jetzt Nice. in regelmäßigen Abständen. Den Zwölfjährigen gab es im letzten Jahr, den gab es in diesem Jahr. Ja, Und auch in verschiedenen krass. Varianten. Also, die werden da sicher irgendwie mal schon ordentlich was bekommen haben, weil die Irgendwas ist da alle gelaufen. 2000, ich glaube 2008 oder sowas sind. Ja, kann gut sein. Irgendwas muss da passiert sein, auf jeden Fall. Ja, weil das ist nicht normal. Sowas hat eigentlich keiner mehr. Oha, na dann. Ist ja auch vom Prinzip in Ordnung, wenn jetzt Destillerien sagen oder Konzerne sagen, wir schieben halt in den Black Friday, ins Weihnachtsgeschäft irgendwie günstig Zeug rein, was halt sozusagen Volumengeschäft ist. Ist ja auch völlig fein, finde ich okay. Ich glaube auch nicht, dass ein Fachhändler mit einem Talisker 10 in den letzten 5 Jahren irgendwie Geld verdient hat. Von daher alles gut. Das Ja. ist jetzt auch keine neue Geschichte, ne? Aber ist auf jeden Fall schon spannend, dass jetzt die Fachhändler auch sozusagen damit konkurrieren müssen, weil die Leute sagen, na, ist vielleicht nicht mehr ganz so dick das Portemonnaie und so irgendwie 80, 90 € für eine Flasche Schnaps. Es ist halt vor allem der Unterschied, wenn jetzt eine Auktion oder aus Holland oder in Amazon Blitz angeboten, sind ja viele dabei, die sagen, okay, die Flasche kostet 90 € eigentlich so bei meinem Händler, der nimmt jetzt 95 €, dann gebe ich die 5 € mehr. Das geht so, dann ich hätte jetzt 5 € günstiger kriegen können irgendwo, dann kann man darüber noch hinwegsehen. Aber was die teilweise für Angebote raushauen, da spart man dann 30 € und dann ist halt bei aller Liebe. Das ist halt dann Ja. schon ein Unterschied. Ne? Und da kann ich jeden verstehen, der dann sagt, ja, bei dem, sorry, dann leider nicht mehr bei meinem Local Deal. Also so gern ich ihn supporte und so gern ich ihn unterstützen will und. Ich habe andere Händler oder einige Händler in Deutschland hören sagen, die warten auf Amazon Blitzangebote, dann kauft die ganze Belegschaft da den günstigen was auch immer ein, sagen, ja, bringen wir eine Firma, wir nehmen den und die kaufen irgendwelche Abfüllungen in den Amazon Blitzangeboten, weil die den inklusive Steuern ist der günstiger, als würden sie jetzt die gleiche Flasche netto zum Zwischenhändlerpreis beim Importeur kaufen. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das gesehen habe, Talisker 10 für 23,99 beim Amazon Blitzangebot, der hat damals 25 netto bei Kösch gekostet. Da hat sich ein Olaf Poser in Jena mit seinem Whisky Center in Grund und Boden geärgert und selbst beim Globus gab es den da für 24,99, wo er dann auch sagt, so, warum auf der anderen Seite funktioniert der Laden ja trotzdem super. Ja, und vor allem dann kommt 2 Wochen später der Diageo-Vertreter an, wollen wir nicht mal was machen? Sagt das dann dem Olaf Poser. Und dann sagt er auch, ja, ich schmeiß den aus dem Regal. Was bleibt mir anderes übrig? Oder macht mir einen besseren Preis, dass ich zumindest zum gleichen Preis anbieten kann oder zumindest mehr verdiene. So, Ja. also irgendwas müssen wir daran machen. Aber der Olaf Poser, den habe ich auch mal besucht. Der hat so ein ganz kleines. Winzig klein, also das Ja, ist wie, also ist du kommst auch. rein und bist eigentlich schon wieder draußen. Ist auch ein Riesentyp, mit dem habe ich auch ein paar Mal telefoniert. Super, super. War das nicht Jena? Genau. Ja, ja, ja. Ja, super Typ. Super Typ. Ne, dann kenne ich auch den Laden. Ja. Durch Der Zufall, ja. Tim ist gebürtiger Jenaer, Jenenser. deswegen Jenenser, okay, das wusste ich nicht. Ich dachte Jena, ist gut. Aber deswegen hat er da besondere Beziehungen hin. Lass uns mal von dem globalen großen Markt wegkommen hin zu dem Signatory Vintage Ettore Douwer, Ettore Douwer, Ettore Douwer, I don't know. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Wie wird es eigentlich richtig ausgesprochen? Etwa Dauer. Ettore Douwer, sehr gut. Zu eurem Modell oder wie ihr die Whisky-Welt sehen wollt. Was ist eure Strategie in der aktuellen Zeit? Also ihr könnt jetzt auch nicht sagen, wir hauen den ganzen Krempel für lau raus, weil dann sind die Händler, die vollstehen, ja irgendwie alle gefickt mit euren Flaschen, die dann dreimal so teuer irgendwie im Regal sind. Auf der anderen Seite könnt ihr wahrscheinlich auch nicht so hochpreisig weitermachen, wie das in der Vergangenheit war, zumindest nicht in den lokalen Märkten. Was diskutiert ihr bei euch? Wir werden uns ein bisschen treiben lassen und wir werden den Markt beobachten. Es wird sich was verändern. Wir haben jetzt ja schon angefangen, was ich hier jetzt auch ein bisschen mit reingeschleppt habe, diese Small-Batch-Geschichten, Signatory Small-Batch. Das gab es ja vorher in Deutschland mit diesem orangenen Label. Das haben wir hier Mit jetzt einfach Glenlivet kopiert. angefangen, glaube ich, ne?
Sehr Kann gut geil. sein, ja. Kann Erste sehr gut sein. Glenlivet. 48,8, glaube ich, oder sowas. 48 Cent. 1 war es, glaube ich, in Deutschland jetzt Oder oder eins. 48 2 Weiß nicht genau, aber hier ja. gemacht. So, aber ansonsten ist es dasselbe Konzept in Grün, nur halt weltweit. So, und da wollen wir halt davon Krass. weg, dass wir mehr, nicht davon weg, wir wollen dahin, dass wir mehr Abwechslung haben, weil wenn wir früher die ganze Zeit die Core Range hatten, dann wird das halt eingekauft und das wird abverkauft. So, aber jetzt haben wir halt umgeschwenkt, ein bisschen mit Newslettern zu arbeiten, wo dann halt mal Simmings Choice drin sind, was weltweit ist, wo dann halt mal so eine Small Batch Abfüllung drin sind, was weltweit ist. Und jetzt fangen wir halt mit den 100 Proof an. Und da müssen wir mal gucken, wie sich sowas entwickelt. So, und da haben wir dann halt im Jahr halt mal, was weiß ich, jeden Monat, jeden zweiten Monat irgendwas Neues, wo jeder dann einmal bekommt. Und dann ist es hoffentlich, vermutlich, schauen wir mal, weg. So, und beim nächsten Mal können die dann halt wieder was anderes kaufen und sagen nicht, wir sagen nicht, ja, wir haben wieder das Gleiche und wieder das Gleiche und wieder das Gleiche. So, also da gibt es eine kleine Veränderung. Und ansonsten müssen wir gucken. Also im letzten Jahr haben wir eigentlich kaum Single Casks gemacht oder bei weitem nicht so viel wie sonst. Oder Exklusivabfüllung, weil wir halt auch selber erst nicht wussten. Auf einmal stand das dann komplett auf der Kippe, ob wir das überhaupt noch machen können, weil sich manche aufgeregt haben, war mit so Custom Labels. Samurais und so wollen sie nicht. Und da könnte ja irgendjemand offended sein, weil das ja schlechte Menschen sind und. So, da waren wir kurz davor, sowas überhaupt gar nicht mehr zu machen. Null. So, und das hat sich zum Glück geändert, aber wir haben keine Touren Du gemacht meinst jetzt, für. weil, sorry, entschuldige ganz kurz, da muss ich nochmal nachfragen. Du meinst jetzt, weil der Samurai halt ein Krieger ist und man soll Ja, keinen genau. Krieg, Genau. Was meinst du, warum die ganzen großen Konzerne, wenn die irgendwelche Sonderabfüllungen machen, es sind immer Tiere und Fabelwesen. Punkt. Da kann sich niemand offenden. Alles andere ist es nun, machst du da ein Auto drauf, oh, das ist ja eine Dreckschleuder, Umweltschutz, machst du da irgendwie eine Frau drauf? Die Label für die Wikinger, wo ich darauf gerade komme, die haben wir irgendwann das erste Motiv, die erste Version zurückgekriegt. Da haben wir gesagt, ja, das Bild sieht gut aus, aber knüpft die bitte bis oben hinzu, den Ausschnitt. Ja, und das war jetzt kein tiefer Ausschnitt, was wirklich irgendwie schäbig wird. So, aber einfach nur, ja, Ja. wir wissen, wie es ist, knüpft die bis oben hinzu, fertig aus. Wir haben keine Lust auf Diskussion. Hat der, So. der Brüller hat ja seine Diskussion schon gehabt in den letzten Jahren. Ja, zum Wenn auch Beispiel. mit Spaß, ich glaube, der hat das extra so gemacht, aber ja, genau. Ja. So, also da geht es halt hin und da haben halt die Großen, haben da keine Lust, ihre Brennereinamen auf solchen Labeln zu haben. Deswegen haben die auch gesagt, wir wollen das einfach nicht. Wir wollen das einfach nicht. Da könnte, und es gibt ja auch andere Länder, andere Sitten, vielleicht denken wir machen hier jetzt irgendwas drauf, was niemanden angreift. Wie jetzt eben schon gesagt, ein Auto, das könnte manchen ja Umweltschutz und so, wie könnt ihr das denn machen? Das sind ja so viele Dinge, die mittlerweile anstoßen können. Da muss ich natürlich nicht jeder, aber dann haben wir Cancel Culture und bla bla bla. Viele Große haben da keine Lust mehr drauf. Deswegen Tiere, Fabelwesen, Ende. Das war's. Verrückt. Ja, da kann man sich dran halten, muss man aber nicht. Ja, oder halt schottische Landschaften, ne? Ja, irgendwie Das ist sowas, dann noch irgendwie so sowas. was unverfänglich. Ja, verstehe ich auch. Man Dann bist möchte du wieder bei den auf der Hirschen. anderen Seite, es fällt Ja. vielleicht auch, man hat es nicht nötig, Kante zu zeigen, ne? Man möchte allen gefallen. Ja, so, also man kann es sich einfach nicht erlauben, wenn der Cancel Culture, da war es jetzt irgendwie, vielleicht habt ihr es mitgekriegt von Bud Light, diese Story, wo da irgendein Trans-Mensch, Ja. sogar ein privater Typ, hat ein Bud Light, hat gesagt, boah, gefällt mir und sowas. Und weil sich so viele davon abgrenzen wollten, irgendwelche, was weiß ich, in den USA auf jeden Fall, ist der Umsatz oder der Börsenkurs? Eins von beiden ist, glaube ich, irgendwie um 40% eingekracht. Nur deswegen. Und Also habe ich auch gelesen, genau wie du sagtest, irgendeine Transperson, irgendein Influencer, bekannter Mensch in Amerika, hat Bud ja. Light gehypt oder hat da irgendwas Tolles drüber gesagt. Die Brauerei hat gesagt, gefällt uns, nur geliked, nicht mal viel groß zu gemacht und dann ist ein Shitstorm losgegangen aus der rechten, aus der konservativen rechten Ecke und aus der identitären Ecke und das hat die so viel Geld gekostet, dass die am Ende gesagt haben, nee, wir haben es gar nicht so gemeint. Ja, Und ich das habe es leider ist, nicht mehr weiter verfolgt, aber das ist halt einfach, was finde ich, passieren kann. das ist, wie gesagt, noch viel, viel schlimmer.
finde ich, Ja. als der monetäre Verlust, wenn dann auch Management. Aber gut, so sind die halt, ne? Ich meine, das ist auch da, das sind alles auch nur Soldaten. Darf man sich auch nichts vormachen, dass da irgendjemand sitzt, der da echte Unternehmer Verantwortung hat, sondern das sind alles Angestellte. Von daher Ja, deswegen, laufen solche klar. Dinge halt so. Da wird mal geguckt, solange wie es gut ist, machen wir es. Wenn es nicht mehr funktioniert, dann kappen wir halt das und fertig. Von daher laufen die Dinge dann halt so. Aber ja, ich verstehe das total. Und die Risiken, die man eingeht, die sind ja, nachher sagen alle, ja, haben wir alle gewusst, ne? Ja. Das ist ja, weißt du, nachher darfst du dir von allen anhören, wie doof bist du eigentlich? Wir haben, was war das denn noch? Das war ein Balechin-Rumpfass und das war ein, ich glaube, das war ein Martinique-Fass. Martinique-Rum. So, und dann war ich auch für Labelgestaltung zuständig und ich habe dann einfach gegoogelt, Martinique-Flagge, jo, irgendwas gefunden, Copy-Paste, einfach mal reingesetzt, Balechin rübergesetzt, so geile, sieht gut aus, so. Durch reinsten Zufall, ich weiß nicht warum, bin ich auf die Wikipedia-Seite gegangen, um da irgendwas rauszufinden. Und dann sehe ich, diese Flagge ist für Sklaverei und da, all sowas. So, die eigentliche, die Leute von Martinique lieber verwenden, ist diese Flagge. Hätten wir das darauf gemacht, hätte ich nicht zufällig das gesehen, dass die Flagge was ganz anderes. Ich habe, wie gesagt, einfach Flagge eingegeben und dann Bildersuche, habe mir da keine Story zu gelesen. Aber so schnell hätte es gehen können. Und das wäre halt Pro-Sklaverei-Flagge gewesen, die wir dann auf unserem Eldorado oder Balechin oder was es war. Ich glaube, das war ein Balechin gehabt haben. Das war reines Glück. Das war reines, oder was heißt Glück? Das war reiner Zufall, dass ich das gesehen habe, weil ich irgendwas anderes wissen wollte. So, du gehst ja nicht davon aus, dass es zwei Flaggen gibt. Bei Deutschland gibt es auch eine Flagge. So, die kommt dann, die wird dir dann angezeigt, aber da war es dann halt so eine komische blaue mit Schlange oder was, aber die richtige war dann blau-grün und davon haben wir dann hinterher das Label gemacht. Dabei kann man Ja. sich mal, da kann man mal sehen, wie man auch, ja, Aber das ist unwissend schon die und offizielle Flagge. Das unabsichtlich ist halt trotzdem aber die pass auf, offizielle Flagge. die Amis haben auch mehrere Flaggen und in Deutschland gibt es auch mehrere Flaggen. Also nicht So, aber ich sag mal, so offizielle, kann man, aber weißt du? ich sag mal, so kann man Ja, ich sich in bin die voll bei Nesseln dir. setzen. Ey, sau schwierig. Das ist schwierig. Und viele riskieren da einfach nichts mehr. Und wenn sie selber schon nichts mehr riskieren, da will jetzt nehmen wir die größte, verbreitetste Brennerei, Glenlivet oder Neuquellen oder Glenfiddich. Natürlich wollen die ihren Namen nirgendwo drauf haben. Dann macht das auch noch ein unabhängiger Abfüller. Ja, Die kriegen klar. als Marke den Shitstorm ab und die Einbrüche, obwohl die überhaupt nichts gemacht haben. So, das macht so heftig die Runde. Jeder sieht das nur. Ja, finde ich auch. Krass, ne? So, das ist heftig. Ja, das ist heftig. Ich kann das nachvollziehen. So, und deswegen ist auch vielleicht ein Grund, warum es vielleicht bald kein Named Glenlivet mehr gibt oder warum es jetzt schon seit Jahren keinen unabhängigen Glenfiddich mehr gibt. Das ist alles Waterhead und sonst irgendwas. Ja. Damit der Name nirgendwo auftaucht, soll nicht. So, und da werden viele so umschwenken. Kann ich Es geht aber am Ende einfach. gut mit leben, André. Ja, Also ich es kann damit geht. gut leben. Also ich bin damit entspannt. Also wenn die Also Synonyme einheitlich verwendet werden, genau wie, das ist es. Ja. ne, also wie Warthead, ach von mir Ja. aus auch Secret Orkney, dabei, dass jeder weiß, dass es kein Skapa Ja, da ist. ist es noch okay, genau so. Aber wenn es Ne? jetzt, sag ich mal so, Stoischer Whitlaw, das ist alles so einzeln, so, da weiß man, was Phase ist. Aber wenn man jetzt Genau. einfach Secret Highlander hat, also jetzt als Name, nicht als Region. Als Region steht einfach nur Single Malt Scotch Whisky. So, dann kann es Ja. halt alles sein. So, das ist halt dann Käse. Aber Aber das was ist aus ist meiner das? Sicht, Ja. das Aber ist ihr habt still doch Secret, ihr Sutherland. bringt doch selber Secret Space halt raus. Nein, Als nein, ich meine Secret. als Name. Secret Highlander als Abfüllung, wie jetzt Ja. ein Blend oder ein Blended Malt sein könnte oder wie ein Port Escake zum Beispiel. Da hat man auch noch den örtlichen Hinweis, aber würde die Abfüllung jetzt einfach Secret Highlander heißen oder Secret Bagpiper, sagen wir es einfach so. Ja. Und als Region steht halt auch kein Anhaltspunkt drauf, Single Malt Scotch Whisky. Du weißt halt überhaupt nicht, was du kaufst. Also du kaufst die Katze im Sack und selbst wenn du den Sack aufmachst, weißt du immer noch nicht, wie die Katze Ja, aussieht, um es ja. mal so auszudrücken, weil es ist eigentlich eine Blindverkostung und dass die Leute da dann noch 90 € für ausgeben. Das ist die Frage, aber ihr könnt natürlich auch sagen, wir machen einen Secret Space halt mit einem Batch Blend. Ihr macht ja keine Blends.
Macht ja Ja immer und nur. nein. Es gibt einen Hogshead Blend, der mit diesem Schwein drauf. Der ist ziemlich hässlich, ist auch offiziell nicht signatory. So gibt es ab und an. Okay, aber ihr macht jetzt so für den normalen Markt, macht ihr keinen Blend, sondern ihr macht ja immer Single Malt. Ja. Und das könntet ihr auch machen, dass ihr sagt, wir mischen mal ein bisschen was zusammen, um zu sagen, wir gucken mal, dass wir in die 30-Euro-Liga auch irgendwie noch ein bisschen irgendwas reinhämmern. Jung, zwei Ja. Sherry-Fässer mit drin, 10 Bourbon-Fässer Ich sag und mal so, die Glenlossies und die Glen Moguls dieser Welt, die keiner will. das ist genau das, was die Regional Malts sind. Das ist genau das, was die Regional Malts sind Da ist Port bei Ellen drin, glaube ich. Und da Ja, ist immer, auf jeden Fall. McKellen drin. Und Ja, genau. ich glaube, es steht alles auf der Flasche. Irgendwas mit Brora war da auch noch. Prora, genau. Genau, ja, so, genau das ist es auch Prora. ja, genau das gleiche ist es auch mit Ian McLeod, mit ihrem Smokehead und Pigs Nose und solchen Geschichten. Also da gehen viele zu über. Viele gehen dazu über, sowas zu machen. Das ist auch einfacher. Du hast immer das gleiche Label, du hast immer die gleiche Flasche. Genau, Kannst du kostet viel produzieren. weniger. Ja. Also bisher machen wir es nicht. Es ist etwas in Planung, wo ich aber noch Aha. nicht näher drauf eingehen kann und wo ich auch noch nicht sagen kann, Aha. das kommt jetzt bestimmt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, weil wir haben Markenrechte für einen sehr bekannten Namen oder einen sehr geschichtsträchtigen Namen Also White für eine Tether ist es Industrie. nicht, das weiß ich, weil das hat ja schon den Ja, genau. Alecky. Aber es ist vergleichbar. Es ist vielleicht vergleichbar, ja. Passport, sehr gut. So. Aber da höre ich auch schon seit Jahren von, das passiert nicht. Und deswegen, ich weiß nicht, ob es passiert oder kurzfristig passiert oder nie Okay. passiert. Deswegen will ich da jetzt nichts drüber verlieren. So. Liegt halt nur in der Schublade, der Name, Markenrechte bestehen. Ich Punkt. persönlich bin davon ein großer Fan. Ich würde das sehr feiern, weil ich glaube, momentan liefern die Blends fast schon mehr als die Single Malts in dieser Preiskategorie. Also Compass Box, Thomson Brothers, hier White Heather, ne? Also Glenallachie Blend, Black Bull 12 Jahre. Geiles, also wirklich guter Stoff. Und ich habe gerade das Gefühl, da geht für den Preis, den man bezahlt, geht da viel. Ja, auf jeden Fall. Also manche sind auch, ja, die sind heftig dabei und es schmeckt gut. Es kommt immer darauf an. Entweder es ist halt, also bei Compass Box habe ich das Problem, dass die zu perfekt sind. Es ist zu, mir fehlen da die Ecken und Kanten. Mir fehlen da. Das ist der Spaniard ist so ein gefälliger, süffiger Sherry-Whisky. Der Peat Ja, ist das halt stimmt. so, dieser rauchige Whisky ist es einfach so. Also das haben die schon, das ist schon unfassbar gut. Aber sag ich mal so, das ist eine Flasche, die man da haben kann und die holt man ab und zu raus, so, aber die halt so im Backboard steht, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, wo man ab und zu mal gerne süppelt und sich da vielleicht auch nicht den Kopf drüber zerbricht und Auch keine für die Wissenschaft Gäste. macht. Ja, genau, auch für die Gäste, die man mal gerne auf den Tisch stellt. Ja. So, aber ich habe ja, an 9 von 10 Abenden habe ich mehr Lust auf ein Single Malt. Einfach weil es Single Malt ist, einfach weil es mehr Ecken und Kanten hat. So, aber sage ich mal so, zu Anfang meiner Whisky-Zeit, da habe ich genau nach diesem Geschmacksprofil, süffig, leicht bekömmlich, weich, rund. Das war genau Ja. das, was ich gesucht habe als Whisky. Das wäre eigentlich mein Ziel gewesen. Da bin ich nicht hingekommen, weil ich natürlich unbedingt Single Malt probieren musste, weil es cool ist. So, aber auf dem Weg dahin bin ich jetzt ja dahin gekommen, dass ich eher die mit den Ecken und Kanten mag. So auch die Brennereien, die mir ursprünglich gar nicht so gefallen haben, was jetzt ein Magic ist, was jetzt ein Springbank ist, was jetzt ein ja auch Rauchriegen, aber das ging ja halt ziemlich schnell. Aber sag ich mal so, viele, die mich damals abgeschreckt haben, da bin ich dann irgendwann mal wieder zurückgekommen, wo man dann halt schon so viel probiert hat und so viel Einheitsbrei auch dabei hat. Da freut man sich mal wieder über ein bisschen Abwechslung, da kommt man dann mal wieder zurück. Ja, und heute sind es die Liebsten. Je ausgefallener, desto besser. Also ich habe da auch meine Toleranzgrenzen und ein paar sind so halt nicht mein Fall an Whiskys so, aber das Großen und Ganzen, ja, doch schon eher die ausgefalleneren Dinger als das, ja, als der normale Space-Sider, der Ja. Standard-Klischee-Space-Sider oder der Standard-Klischee-Eiler-Raucher. Wie gesagt, kann schön sein, ist auch schön teilweise, aber ansonsten, ja.
Wie ist es für dich? Wir sind jetzt sehr, sehr Schottland fokussiert. Spielt bei dir außerhalb Schottlands Whisky auch eine Rolle? Persönlich? Eigentlich nicht, ganz ehrlich. Und das liegt nicht daran, dass die Schotten irgendwas besser machen. Das liegt nicht daran, dass ich sage, ich habe den großen Geschmacksunterschied. Man kann mir in einer Blindverkostung Whiskys geben und da werde ich irgendwelche anderen exotischen Whiskys vielleicht über den Schotten, über den einen oder anderen Schotten werten. Einfach sage, nee, finde ich jetzt besser. So, oder das, da kann ich auch nicht sagen, irgendwas anderes ist irgendwie minderwertiger in der Qualität oder irgendwas. Nicht. Also pauschal sowieso überhaupt nicht. Aber dieser Burggraben für mich ist halt diese Nostalgie. Es ist diese schottische Kultur, es ist diese traditionellen Brennereien, es sind diese bemalten Fassdeckel, es sind diese alten 1800, was weiß ich, gegründet. Es ist die Landschaft, es sind die Hirsche, kommt da jetzt nochmal zurückzukommen. Es ist, also wenn mir das fehlt, dann, ich habe es mal so beschrieben, wenn ich jetzt zum Volkswagen Club Leipzig komme und sage, guck mal hier, der ist da sein Golf 2 am polieren. Und da kann ich sagen, guck mal, dieser Opel, der ist faktisch in allem besser. Der ist schneller, hat weniger Kilometer runter, der hat Klima, der hat Servo, der hat, was weiß ich, der ist schneller, der beschleunigt schneller, der hat mehr Kofferraum, der hat mehr, was weiß ich. Er ist einfach faktisch in allem besser. Der wird sagen, nein, wenn es schon mal kein VW ist, dann ist es einfach schon mal komplett raus. Weißt du, weil meine ganze Familie ist früher VW gefahren. Mein erstes Auto war jetzt ein VW und ich habe da irgendwelche Sachen miterlebt mit der ersten Freundin oder was weiß ich was. Ne, das ist halt so viel Emotion. Da ist halt irgendwelche anderen Werte, die halt darüber hinausgehen, für mich jetzt auch Whisky gesehen, als nur Geschmack. So, und das ist mein Burggraben. Es gibt So, Mic fantastisch. Drop jetzt hier. Schmeiß das Mikro einfach auf den Tisch. Ja. Ich sag gar nichts mehr hier. So, Schottland, bang. Ja, Nee, so, geil. Finde ich cool. es gibt wunderbare japanische Whiskys, es gibt wunderbare Exoten. Ich sehe gerade in England riesiges Potenzial, dass die auch mir sehr gut schmecken werden, weil die den Schotten teilweise zumindest sehr ähnlich sein werden. Es gibt irische Whiskys. Ich trinke auch gern mal einen Tullamore Dew. Ja. Absolut. Und das kann auch der billige sein. Das ist auch so ein wunderschöner Süppel-Whisky. Ist auch kein Single Malt und nichts so, dass das kein Prestige- oder Luxus-Ding oder irgendwas. Trinke ich halt gerne. Hat für mich aber in dem Sinne, wie ich Whisky verstehe und wie ich da mit meinem Leben drin und drum fieber, hat das einfach nichts zu tun. Und damit Da sage muss ich ich nicht. jetzt mal ganz kurz meine Lieblings-Rap-Line wieder reinbringen. Ich baller mich zu, Talamudju. Ja, so, aber das heißt gleichzeitig nicht, wenn ich sowas Wow, sage, dann heißt es nein. oft, dass ich sage, ja, nur Whisky ist Whisky und alles andere ist Schnaps. So, das gar Nein, nicht. So, alles gut. deswegen, dann. Ich verstehe das auch und ich glaube, das gibt gerade bei diesen Schottenfans oder den Leuten, die so auf diesem Scotch-Ding so hängen geblieben sind. Ich sage das jetzt mal so negativ, sondern ich meine es aber gar nicht Ja, so. ne, ich weiß, wie du es Sondern meinst. die sind da einfach drauf, so, ne? Und da ist halt wenig drumherum. Ich habe vorhin schon gesagt, oder beim Kennenlernen vorm Poddy schon so, ich bin halt so am Rande des Tellerrands sowieso immer irgendwie unterwegs. Und deswegen, ich trink halt alles, ne? Ich mag die Schotten, die Iren, die Inder, die weiß der Geier was, ne? Die Ja. Amerikaner. Ich trinke alles. Und ich finde halt auch jedes Ding hat so seine Berechtigung. Und für mich persönlich gibt es da gar nicht so den Fokus. Aber ich habe auch nicht ein Forum, was jetzt sich Fokus auf Scotch Whisky hat gegründet. Ich habe bin nicht zu einem Importeur gegangen, wo meine Aufgabe Scotch Whisky war. Und ich bin auch nicht nach Ja, Ben ich weiß, wo du hin willst. Lochy ausgewandert und Ja. habe gesagt irgendwie, okay, die wollen eigentlich mich gar nicht haben in Schottland, weil ich bin Ausländer und ich gehe trotzdem hin und ich zahle irgendwie, ich weiß nicht, wie es genau ist, aber ich habe mal gehört, man muss irgendwie ein halbes Jahr lang Krankenversicherung zahlen im Voraus, Krankenversicherung ja. bezahlen im Voraus und so ein Scheiß. Ne, weil die es einem besonders schwer machen wollen, dass man da überhaupt irgendwie da ist. Und deswegen, also
Bin dabei. Ich finde, du darfst sozusagen diesen Flock da einschlagen. Finde ich völlig Wenn fair. Finde ich man gut. es so übertreibt, dann ja, dann hat man es wenigstens auch durchgezogen. Nee, also deswegen, ich sage ja gerade, ich finde es auch völlig, völlig fein und finde ich cool. Also das ist ja dann auch ein Statement, das du da abgibst. Und absolut berechtigt. Nein, sehr schön. Ihr zwei Mäuse, wir sind schon voll in der Überlänge drin. 2,5 Stunden. Das ist gar nicht schlimm. Das ist eine Silvesterfolge. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, wir müssen das nochmal wiederholen. Weil ich habe erstens noch ganz viele Fragen eigentlich, aber zweitens ist es, glaube ich, für uns alle ganz schön spät, sodass ich hier an der Stelle mal den Sack so langsam zumachen möchte. Lieber André, es war mir ein innerliches Kirschenpflücken mit dir. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Es war auch wunderbar, dich persönlich mal kennenzulernen, auch wenn es jetzt hier quasi nur über den Computer ist. Wie gesagt, ich fühle, dass wir das definitiv als Teil 2 irgendwie mal noch nachholen müssen, weil da noch ganz viel schlummert, was wir, glaube ich, noch so auch persönlich rausholen können. Und euch da draußen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wünsche ich erstmal einen absolut guten Rutsch ins neue Jahr, einen guten Start in 2000 und inzwischen 24. Kommt gut rein und euch beiden wünsche ich natürlich auch einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte. Und an alle Zuhörer, frohes Neues. Ja, sehr schön. Also nochmal vielen Dank. Tschüss. Bye bye.